Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute bin ich im Gespräch mit Roland Düringer. Roland Düringer ist Kabarettist, Schauspieler, Autor und ein politischer Aktivist hier aus dem schönen Wien, wo wir hier sind. Roland, schön, dass du da bist. Ich freue mich total und ich weiß, die Zeit wird zu kurz sein. Wir können ja überziehen, wir haben ja keinerlei Limit. Ja. Roland, du bist jetzt schon seit über einem Jahr ein Kritiker der Maßnahmen und auch lautstark und nimmst da auch kein Blatt vor den Mund. Und du wirst auch gehört, aber wie empfindest du das Meinungsklima in der letzten Zeit, in den letzten Wochen und Monaten, was deine eigenen Erfahrungen angeht und deine Beobachtungen des öffentlichen Diskurses? Naja, ganz einfach formuliert, es spitzt sich zu. Also es wird immer enger, wobei die Tendenz war auch schon vor Corona meines Erachtens da. Also es hat gewisse Themen gegeben, wo man lieber nichts dazu sagt, ja, oder das Richtige sagt oder gar nichts sagt am besten. Und ich habe halt das große Glück, dass ich mir eigentlich schon vor 15 Jahren meine Reputation in dem Land selbst zerstört habe, indem ich immer irgendwo etwas gesagt habe, was nicht gepasst hat gerade. Und dadurch habe ich jetzt mittlerweile eine ganz große Freiheit, mir selbst erarbeitet. Mhm. Ja. Und ich halte es auch sehr gut aus mittlerweile. Aber ich glaube, dass wir momentan in eine Richtung unterwegs sind, wo ich nicht einmal jetzt, wenn ich mir es überlege, weiß, wie wir da rauskommen. Mhm. Also ich denke fallweise schon an Flucht. Jetzt nicht wirklich davon erinnern, aber einfach, dass ich sage, ich mache da nicht mehr mit bei gewissen Dingen. Ja, weil, glaubst du, dass nur irgendwie ein Diskurs möglich wird in der Situation, wo wir jetzt drinnen sind? Nein. Glaubst du auch nicht mehr eigentlich? Nein. Ja, es ist nicht wirklich möglich. Ja, ja, also das heißt ja, dass man so viel an seiner Identität selber anzweifeln müsste, um wieder in diesen Diskurs zu gehen, wenn man andere schon so diffamiert hat. Jetzt soll ich wieder mit denen sprechen, die ich selber als auf einer Stufe mit Nazis sehe. Das wird sich keiner tun. Und was jetzt verstärkt hat durch diesen Ausnahmezustand der Corona-Pandemie, war, dass es plötzlich sichtbar geworden ist, die Dinge. Das war alles so unter der Oberfläche ein bisschen und man hat sich nicht gezeigt. Also spätestens seit der Maske ist es sichtbar. Ja. Und wie die Menschen agieren, in unserem Freundeskreis und Bekanntenkreis, ich war dann wirklich überrascht, wie manche jetzt plötzlich funktionieren. Das hätte ich mir nicht gedacht bei manchen. Ja. Dass das Gesamte in diese Richtung geht, das war mir eigentlich schon seit einigen Jahren klar, dass man sehr achtsam sein muss bei gewissen Dingen. Aber dass dann wirklich Freunde plötzlich sich nicht mehr umarmen lassen wollen, ja, das ist fast ein bisschen schockierend, aber man darf es nicht persönlich nehmen, ganz einfach. Ja. Gut, sie haben Angst und möchten nicht angesteckt Unterschiedliche werden. Unterschiedliche Gründe. Manche haben Angst, ja, wirklich Angst, oder manche finden es jetzt richtig, es nicht zu tun, um ein Zeichen zu setzen. Das ist ja auch ein bisschen ein politisches Statement. Mhm. Ja. Wobei wir in Österreich ein bisschen eine sehr spezielle Situation haben, was das betrifft. Wir hatten, bevor der Corona-Wahnsinn losging, einen Regierungswechsel in Österreich. Da gab es eine schwarz-blaue Koalition oder Türkis, Kurz und Strache, also rechts mit Mitte rechts irgendwie zusammen. Dann gab es einen Ibiza-Skandal, das weiß man vielleicht auch in Deutschland. Ja. Kompletter Umbruch und plötzlich waren die Grünen in derselben Rolle wie die Blauen. Sie sind jetzt Koalitionspartner. Ja. Und ich denke mir immer, was wäre wohl gewesen, wenn Ibiza nicht gewesen wäre, wenn wir eine schwarz-blaue Regierung hätten? Wie würden dann die Künstler, die Intellektuellen, ja, die Linken reagieren, wenn genau das Gleiche passiert? Bei uns wären sie auf der Straße, würden sie schreien? Ich weiß es nicht. Ja. Aber ja, das ganze Links-Rechts steht sowieso irgendwie am Kopf, es stimmt da nichts mehr, oder? Nee. Also in deinem Metier sagt man doch eher, die Künstler, die Kabarettisten, die Schauspieler sind eher links zu verorten. So. Normal, natürlich. Und dann müssten sie sich doch eigentlich gegen Autorität und autoritäre Maßnahmen wenden, so verstehe ich links. Und da kommt ja nichts. Nein, kommt nichts. Ja. Woher das kommt, weiß ich nicht, aber es ist wahrscheinlich eine lange Entwicklung. Ja. Vielleicht hilft uns ein bisschen da der polnische Soziologe und Psychologe Piotr Strzyzewski.
der in Amerika im Exil lebt, mit seiner Golfballtheorie. Mhm. Und zwar, man muss das so, dass man sogar einen Nobelpreis bekommen dafür. Ja, es könnte aber auch sein, dass es den gar nicht gibt und ich das jetzt erfunden habe. Aber das ist immer es kommt nur gut an, wenn man sich auf jemanden... Der Name klingt sehr professionell. Der klingt sehr professionell. Ja, haben wir gedacht, das ist mir jetzt gerade eingefallen. Ja, wie nehmen wir die Welt wahr? Ja, ich bin das Zentrum des Universums, immer. Ja, weil ich kann nur das, was mir meine Sinne liefern, meine Augen, meine Ohren, mein Gehirn dann umrechnet, in eine Realität verwandeln. Das wissen wir mittlerweile. Ja. Und wenn jetzt ein Objekt oder ein Ereignis, ein Phänomen oder nur eine Information, die ich erhalte, jetzt wie ein Golfball im Raum steht, jetzt habe ich da ist eine schöne Kamera, ja, dann sieht man da einen Golfball mit roten Punkten. Ja. Wenn ich auf der anderen Seite stehe, ist es ein Golfball mit blauen Punkten. Ja. Und je nachdem, auf welcher Seite du stehst, ist es etwas anderes für dich. Mhm. Ja. Und jetzt müsste man, wenn man klug wäre, sich bewegen um den Golfball. Die ganze Zeit in Bewegung sein, um zu schauen, hey, Moment, da sind ja sogar Striche oben, da sind grüne Punkte, oh, schwarze Punkte auch. Ja. Ah, das ist ja gar nicht so. Ja. Und den Fehler, den wir jetzt alle miteinander machen, ist, um zu erfahren, was der Golfball ist, gehen wir immer näher ran. Mhm. Also wir gehen nicht weg, sondern wir bewegen uns immer tiefer hinein, ja, bis wir dann, so ein Golfball, das sind so rote Mulden sind ja das, ja, bis wir in diesen Mulden dann drinnen verschwinden, dann ist rundherum alles rot, das ist dann der Schützengraben und da sitzen alle anderen, die auch rot gesehen haben, auch drinnen und dann ist die Behauptung im Raum, es ist alles rot. Mhm. Und das, wie kommen wir aber aus dem raus? Das heißt, ich muss meinen Standort in Wirklichkeit einmal für mich definieren, wo stehe ich überhaupt, warum stehe ich dort, wo ich stehe. Mhm. Und ich habe das unbewusst so gemacht, das war eigentlich für mich war das fast ein Glück, ich habe einmal Borreliose gehabt, kennst du das? Ja, das ist eigentlich was ziemlich Lästiges. Ja. Ja, und ich hatte zwar vor 7, 8 Jahren war das, glaube ich, und war die Diagnose da und ich habe dann zwei Möglichkeiten gehabt. Möglichkeit A ist, ich nehme jetzt ein halbes Jahr Antibiotika oder Möglichkeit B durch Zufall, weil ich ihn kennengelernt habe, der hat gesagt, du musst deinen Körper nur entgiften. Mhm. Und wenn dein Körpermilieu sauber ist, wenn dein Immunsystem wieder gut funktioniert, werden die auch weg sein, weil sie finden keinen Platz in dir. Ja? Ich habe mich für den zweiten Weg entschieden und habe dann wirklich, also 1,5 Jahre durch eine Entgiftungskur extrem mit meinem Körper und mit dem, was ich bin, beschäftigt. Mhm. Ja? Und seitdem sehe ich mich auch als etwas anderes. Ja? Ich bin in Wirklichkeit, wenn man sich mein Blut ansieht und dein Blut und unser Blut, ich bin ein ständig in Bewegung befindlicher Prozess. Mhm. Da lebt wahnsinnig viel in mir. Das ist ständig in Bewegung, das tauscht sich aus, da stirbt was in mir, da findet sich etwas. Unglaublich viele Kleinstlebewesen leben in mir. Das bin eigentlich jetzt ich auf der rein materiellen Ebene. Ja. Und offen habe ich dann für mich beschlossen, habe ich ein Leben oder bin ich ein Leben? Und ich bin jetzt an dem Punkt, dass ich sage, ich bin einfach ein Leben. Ich bin Leben, das leben will, inmitten von anderem Leben, das auch leben will. Und dann nimmt man die Welt auch anders wahr. Das ist natürlich etwas, wenn man anderen vielleicht jetzt hilft, was ich sage, aber das ist so, das hat dann für mich so eine große Dimension gehabt, dass ich mich eigentlich immer mehr mit dem Lebendigen beschäftigt habe. Dass dann, wie das Corona-Thema aufgekommen ist, das bei Gott keine große Sache für mich war. Darum habe ich das erste Mal dann ein Interview gegeben. Ja. Das war wirklich am 20. März, das war kurz nach dem Lockdown bei uns. Ja. Und ich habe dann irgendwie gesagt, ja, da ist ein Virus, okay, ja, aber die größte Gefahr wird schon der Virus sein, der dann im Kopf hängen bleibt. Und genauso war es dann letztendlich auch. Ja. Also ich habe zu mir selber vielleicht einen anderen Bezug, als jetzt Menschen, die sich nicht so mit sich selbst beschäftigen mussten, weil irgendwas da war, was dich auf die Spur deiner Innenwelt gebracht hat. Das hat mir sehr viel gebracht. Ja. Und ja, also ich halte es halt für mich so, dass ich den Meinungen und all den Dingen, die jetzt rundherum gesagt werden, gar nicht so viel Bedeutung gebe. Das kann man vielleicht als ignorant bezeichnen, so, aber es ist nichts wirklich wichtig für mich. Den Meinungen über dich? Oder? Über mich und auch über Themen. Weil mir jetzt sagt, hast du schon gehört? Und wir sind ja momentan so alle furchtbar aufgehend. Mhm. Jeder hat zu Corona irgendeine Meinung. Mhm. Irgendeine Sicht, weil irgendwo rund um den Golfplatz an einem
Punkt steht, wo er dann genau seinen Punkt sieht. Und das ist genau das ist es. Da gibt es kein Links und Rechts. Ja. Und wenn ich eine Aufgabe jetzt als Künstler habe, ist das, was ich mache, wäre es eigentlich Menschen, die irgendwo vor diesem riesigen Golfball stehen und fixiert sind, hypnotisch sich einen Punkt anzusehen, die bei der Hand zu nehmen und sagen, so, okay, komm, geh mal ein Stück weiter, ich zeig dir was. Ja, ja, ja. Ja, ja. Nur das geht halt nicht mehr, wenn man Hand nehmen ja nicht mehr darf. Ja. Also das geht jetzt schon sehr schwer, aber das wäre eigentlich der Weg. Weil es hat keinen Sinn, dass die Menschen, die dann alle vom blauen Punkt stehen, zu bestätigen, ist super der blaue Punkt. Ja? Ja, und das passiert momentan. Wir bestätigen uns alle pausenlos selber. Egal, ob es jetzt die Gesundheitsapostel sind oder die Freiheitskämpfer, wie das der Bonelli so bezeichnet. Ja? Sie stehen alle vor ihrem Punkt und tun sich selber aufbauen, emotionalisieren, irrsinnig. Also das ist schon etwas, was ich gemerkt habe, aber jetzt eigentlich erst in den letzten Wochen ist es mir, meine liebe Frau, die Regina, sagt, das ist schon seit längerer Zeit so massiv, und mir ist es jetzt richtig aufgefallen, wie aufgeladen manche Menschen schon sind. Jetzt, wie eine ganz liebe Freundin von mir, die ist neben mir gesessen und ich sage irgendwas, dass es gut ist, wenn man krank ist, ganz egal welche Krankheit, dass man nicht Angst davor hat jetzt vor der Krankheit, sondern einmal so, okay, ich bin krank, aber wenn ich Angst auch noch habe, habe ich Angst auch noch. Es reicht schon, wenn ich krank bin. Ja. Ich entspanne mich. Nein, du magst das lächerlich, was du vielleicht sterben kannst. Also so, wirklich vollkommen aufgeladen, wo ich gedacht habe, okay, was ist jetzt? Also das ist momentan, auf irgendeiner Ebene ist eine unglaubliche Aufgeregtheit und Hysterie da. Ja, und das macht mir auch teilweise ein bisschen Angst, weil was ist, wenn sie das irgendwo, muss ich das ja dann entladen, das verschwindet ja dann, das saugt sich nicht irgendwo auf und ist wieder weg, das baut sich so richtig auf und das ist ein bisschen, ja. Nicht aber fair. Im Moment entlädt es sich doch eigentlich ja, in solchen persönlichen Begegnungen, wenn man mal so in Konflikt kommt, im Gespräch. Oder im Netz, so als eine Art Shitstorm oder so. Da könnte man doch sagen, ja, da kann man drüber hinweggucken, wenn es sich so entlädt. Aber der Shitstorm ist ja nichts. Es passiert ja nichts. Es passiert nur was, wenn ich's lese und damit in Resonanz gehe, wenn mir das wichtig ist. Wenn es mir wichtig ist, dass alle bei mir Daumen hoch machen, das ist super. Wenn mir das ganz wichtig ist, wenn das ich brauche, damit ich weiß, wer ich bin, was ich bin, dass ich geliebt werde, weil eh alle Daumen hoch sagen, dann kann sowas sehr, sehr furchtbar sein. Wenn du das nicht hast, ist es vollkommen egal. Was anders wäre, wenn jeden Tag in der Früh jemand vor der Tür steht oder 5 Leute oder 10 Leute und mich jeden Tag in der Früh ohrfeigen. Das wird irgendwann unangenehm. Aber ein Shitstorm im Netz ist ja noch nichts, aber trotzdem reagiert man total drauf natürlich. Ja, weil ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber das ist auch eine langsame Entwicklung. Das kommt eben mit diesen technischen Entwicklungen, die es jetzt gibt, wenn man da drinnen hineinsinkt und verschwindet und macht das etwas mit uns. Das ist auch nichts Neues. Genauso wie die Erfindung der Dampfmaschine mit dem Menschen etwas gemacht hat, sicher. Ja. Aber bei dem Shitstorm, du bist Schauspieler, du musst darauf achten, dass du auch Rollen bekommst, dass du weiterhin Angeboten bekommst. Ich denke, die Angst ist da schon, wenn ich jetzt einen Shitstorm bekomme, dann wird mein Agent unruhig und die Produktionsfirma, die wird nicht mehr auf mich sich beziehen. Ist da vielleicht die Angst? Bei mir eben, wie schon eingangs gesagt, nicht so, weil ich das schon vor 15 Jahren erledigt habe. Also, ganz einfach gesagt, mich nimmt keiner mehr ernst. Narrenfreiheit. Ja, nein, ich hab wirklich das, was man als Narrenfreiheit bezeichnet. Ja. Vielleicht kommt das noch anders, ja. Nur sie können mir eigentlich nichts mehr wegnehmen. Ich lebe davon, ich habe gestern das erste Mal wieder gespielt auf der Bühne ein Stück von mir, nach etlichen Monaten Pause, es war total schön, es sind Leute gekommen, weniger als sonst, und ich werde nicht so viel rein dürfen, aber es war eigentlich eine klasse Vorstellung, ich habe mich gefreut auf, es ist super, und davon lebe ich eigentlich. Ja. Dass ich dann ab und zu bei Fernsehproduktionen auch eine Rolle habe, das ist lieb, das kommt dazu, das freut mich auch sehr, aber ich bin nicht abhängig davon. Ja. Also insofern bin ich da in einer wirklich total privilegierten Position. Privilegiert, sorry, weil ich das ja auch manchmal höre, ist, ich meine, du hast dir das erarbeitet. Man fällt nicht in eine Unabhängigkeit herein, es sei denn, man erbt reich oder so, aber das ist jetzt kein Vorrecht, was du vor anderen hast, sondern das ist eine Stellung, die du dir erarbeitet hast, die vielleicht ja auch geradezu eine Voraussetzung ist für einen Künstler, für einen Schauspieler, zumindest der so eine Art Verantwortungsgefühl vor der Gesellschaft hat. Ja, wobei ich sagen muss, ich war ja viele Jahre ganz anders unterwegs.
Also ich habe das Glück gehabt, dass das, was ich auf der Bühne gemeinsam mit anderen gemacht habe, beim Publikum gut angekommen ist. Mhm. Das heißt, das Publikum ist gewachsen. Mhm. Dadurch wurde auch immer mehr das Fernsehen auf uns aufmerksam. Mhm. Dann haben wir irgendwann einen Kinofilm miteinander gemacht, etc. etc. Das ist so langsam gewachsen und plötzlich war ich in Österreich sowas wie ein Star. Mhm. Ja? Also mich kennt, wenn wir da jetzt runtergehen, mich kennt fast auch jeder. Mhm. Ja? Mhm. Ich war sowas wie ein Star. Und habe dann noch, naja, so 15, 20 Jahren, wo es dann wirklich in der Stadthalle gespielt vor 10.000 Leuten und so, ich alleine auf der Bühne, wo ich spiele vor 10.000 Leuten. Und ganz egal, welchen Film ich gemacht habe, super Quoten, der größte Kinohit aller Zeiten in Österreich vom Herrn Thüringer etc. etc. Das macht auch etwas mit dir. Ja. Und dann habe ich gesagt, wow, bin ich hoch. Zugleich habe ich aber gemerkt, dass ich selber, ja, das, was ich wirklich bin, darunter leidet. Mhm. Weil du hast einen irrsinnigen Druck, du willst dem entsprechen und irgendwann mit meinem Körper dann signalisiert, das tut dir nicht gut. Mhm. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, wie komme ich aus dem Schlamassel raus? Ich höre ganz auf, mhm. Das will ich aber nicht, weil ich das, was ich tue, ja so gerne mache. Mhm. Ich muss es nur anders machen. Mhm. Und wenn du den Schritt setzt, dass du sagst, okay, das ist so, wenn AC/DC immer Heavy Metal spielt und immer sagen, nein, eigentlich so Cello lernen und so, mhm. so quartettisch spielen, ist auch sicher schön. Die mhm. machen das. Das wird niemanden mehr interessieren. Mhm. Ja. Ich habe es nicht so radikal gemacht, aber doch, ich habe das, was ich auf der Bühne mache, um 180 Grad geändert. Ja. Mhm. Und dann habe ich Publikum verloren zuerst, logischerweise. Aber das war auch so ein Reinigungsprozess. Mhm. Und dann habe ich plötzlich die Freiheit verspürt, jetzt kann ich eigentlich sagen, was ich will. Mhm. Und das habe ich dann noch gemacht in der Öffentlichkeit. Und das ist mit okay. mir passiert. Das hat mir gut getan. Das heißt also, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich als Künstler eine Verantwortung habe. Meine Verantwortung war lange, Quoten zu machen. Mhm. Ja? Mhm. Kinohits zu landen. Das ist meine Verantwortung. Die Menschen da unten glücklich zu machen. Mhm. Und dann bin ich aber irgendwann drauf gekommen, umso mehr Menschen kommen zu dir, du hast ja noch Begegnungen mit diesen Menschen, dann merkst du, dass die dir auf die Schultern klopfen, die du eigentlich die ganze Zeit kritisierst. Dann hast du gedacht, oh Moment, wenn die sagen, du bist super, dann stimmt schon irgendwas nicht. Und das habe ich dann halt irgendwie durchgezogen. Es hat alles zusammengepasst irgendwie für mich. Aber das ist schon eine gewichtige Entscheidung gewesen, keine Frage. Aber ich habe das relativ gut ausgehalten. Ja, darum sage ich privilegiert. Nicht, weil ich jetzt halt Schauspieler bin, bin ich privilegiert oder weil ich irgendwann einmal viel Geld verdient habe, sondern einfach, weil ich mir das erarbeitet habe, ja. Ja, deswegen bin ich jetzt privilegiert, hast du recht. Ja. Das heißt aber, dein Körper hat dir ein Zeichen gegeben in dieser Situation und du hast ja auch auf diesen Körper gehört und dann das umgestellt. Und dadurch hast du aber auch eine Art Narrenfreiheit gewonnen, Unabhängigkeit gewonnen und auch eine größere Freiheit, das zu sagen, was du denkst. Indem du deine Unabhängigkeit gewonnen hast, und weil du auf deinen Körper hören musstest. Oder weil eigentlich ist ganz... Ich weiß, worauf du hinaus willst, dass eigentlich dieses kleine Wesen, dieses Spirochetenbakterium, bei mir wahnsinnig viel ausgelöst hat. Es hätte in eine total negative Richtung gehen können, also so sein kann, dass ich 10 Jahre später im Rollstuhl sitze, weil man im Nervensystem sitzt und sowas, das kann ganz massive Folgen haben. Oder selber im Bekanntenkreis käme ja jemand, der an Borrelien gestorben ist, das kann alles passieren. Bei mir hat es eben ins Gegenteil gewandt, kann man sagen, ja, Glück gehabt, etc., etc., die richtige Entscheidung getroffen, ich weiß es nicht. Aber das hat etwas gemacht. Ja. Und so war auch meine Hoffnung ganz am Anfang, wie das losgegangen ist mit dem Virus, habe ich mir insgeheim, ich Schwein, gedacht, Gott sei Dank. Jetzt. Gott sei Dank, weltweit. Ja. Wir haben die Möglichkeit zu lernen. Was will uns das Virus sagen? Mhm. Ja? Mhm. Jetzt ohne da esoterisch sein, sondern einfach, es wäre eine Möglichkeit gewesen, innehalten. Es war so ein bisschen ein öffentliches Thema. Was werden wir daraus lernen? Mhm. Ist das nicht eine Chance? Mhm. Ja? Aber innerhalb von ein paar Monaten war das Thema durch, da gibt es keine Beim ersten Lockdown noch so ein bisschen. So ein bisschen, ja. Mhm. Weil das war schon nicht unangenehm. Mhm. Genau. Einmal zur Ruhe kommen. Oh, hey. Mhm. Sicher nicht für jeden. Mhm. Aber für uns war es eigentlich... Ja. Aber jetzt ist das irgendwie... das geht in eine Richtung so... durch. Ja. Ja. Und alle haben Angst. Ja. Manche... Ja, da wäre ja noch eine dritte Möglichkeit. Also du hast gesagt, entweder trifft mich diese Krankheit sehr stark oder ich kann mich daraus befreien und bin auch dann
geistig und seelisch freier hinterher. Aber die andere Möglichkeit ist auch, die Krankheit selber trifft mich zwar gar nicht, aber ich gehe so sehr in diese, so eine Sicherheitshaltung und Angsthaltung, Abwehrhaltung, dass ich dann noch weniger frei bin als vorher schon und immer nur noch alles abwehre. Und gerade das könnte man ja bei der Gesellschaft jetzt auch sehen. Einige werden krank. Die große, große Masse geht eher in eine Abwehrhaltung und ist vielleicht auch sogar noch anderen Bedrohungen noch mehr ausgesetzt dadurch, weil sie vielleicht da gar nicht drauf guckt. Aber einige auch doch machen vielleicht diesen Prozess, den du jetzt auch individuell erzählt hast, auch durch. Hast du das Gefühl, dass da doch auch einige, also deine Hoffnung, dass das jetzt gesellschaftlich wie so ein kleines Virus verändert was in einigen? Ja, das passiert ja. Also selbst bei uns in unserem Bekanntenkreis ist es so, dass jetzt manche weggefallen sind, ja, die werden auch wegbleiben, aber dafür viele neue Menschen in unser Leben gekommen sind. Dadurch eben, dass es so ist, wie es ist. Also ist irgendwie so eine Parallelgesellschaft bildet sich. Die ist zwar jetzt nicht riesengroß, aber das existiert. Es findet sich jetzt so momentan das Richtige. Wir zwei hätten uns nie kennengelernt. Ja, obwohl ich das schätze, was du machst. Du hast von mir wahrscheinlich nie gehört. Ich bin ein Österreicher, das ist ja klar. Aber einfach, wir hätten uns nie kennengelernt. Ja. Und so finden sie jetzt eben Dinge, die vielleicht irgendwie zusammengehören. Also es kann schon was Positives haben. Das nutzt aber nichts, wenn das für eine kleine Gruppe, was sehr was Positives hat, die sowieso so drüber stehen, dass sie sagen, hey, wir drucken das durch, für uns ist es cool, wir machen das, wir finden jetzt was Neues. Für den Großteil ist es jetzt scheiße, was passiert. Sowohl für die, die Angst haben vor der Krankheit, als auch die, die Angst haben vor dem Freiheitsverlust, vom Ende der Demokratie. Das belastet extrem. Und es sind alle furchtbar belastet. Was nicht heißt, dass sie nicht vorher auch schon belastet waren. Also ich bin ja wirklich der größte Skeptiker der alten Normalität gewesen. Ich habe immer geschrien gegen die alte Normalität. Ja. Darum schreie ich auch nicht, ich will keine neue Normalität, ich möchte wieder meine alte Normalität. Ich will das nicht, weil die alte Normalität praktisch die Gebärmutter der neuen Normalität ist. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und auch mit dem Freiheitsverlust. Freiheit ist so, du beschäftigst dich sehr viel mit Freiheit. Ja, das ist aber so ein schwammiger Begriff für mich. Das hat so wenig Praktisches. Ja, das Freiheit bedeutet für jeden was anderes. Ja. Was ich beobachte, und das wirklich schon über viele Jahre, hat auch mit meinem Alter zu tun, dass ich das Gefühl habe, es geht nicht um einen Verlust von Freiheit, weil das ist mir zu diffus. Was ich aber wirklich erlebe, ist, wir haben einen Verlust von Daseinsmächtigkeit. Kannst du mit dem Begriff was anfangen? Ich ahne ein bisschen was. Ja, also, dass wir immer mehr in Abhängigkeiten geraten, in ganz vielen Bereichen. Ja, du brauchst nur, wenn du mit dem Auto irgendwo hinfährst, eine Reise machst, entweder du hast gewusst, wie du hinkommst, weil du das vor der Landkarte angesehen hast, du hast deine Ehefrau daneben sitzen gehabt, weil damals ist die Ehefrau daneben gesessen und der Mann ist gefahren, die muss die Landkarte halten, hat das meistens nicht richtig gemacht. Eine große Abhängigkeit. Eine große Abhängigkeit, aber trotzdem. Ja, selbst gewählt. Es war jetzt so möglich, oder man konnte mich fragen, entschuldigen Sie, wissen Sie, wo geht's denn da? Ja? Und jetzt ist Normalität, ich brauche eigentlich wissen, wo ich hinfahre. Weil das Kasperl im Auto, das Mäusekino, weiß ich nicht, die Design und vor. Und das ist super, dass es gibt. Nur, ich muss immer im Kopf haben, was ist, wenn das nicht geht. Und da manövrieren wir uns jetzt meines Erachtens hinein. In eine Gesamtsituation, die ist aber weltweit, manche schaffen es wahrscheinlich noch besser, manche schlechter, aber weltweit, wo wir uns immer mehr aufgrund der Bequemlichkeit, des Komforts, in furchtbare Abhängigkeiten begeben, die aber nicht als Abhängigkeiten zu sehen sind, weil es ja funktioniert. Ja. Erst dann, wenn es nicht funktioniert. Also, wenn man das Handy verliert, wird man unlocker, stimmt's? Ja, oder wenn du irgendwo bist und auf einmal, oh, kein WLAN, shit, was mache ich jetzt? Ja, dann fängt es an. So ist es in ganz, ganz vielen Bereichen. Empfindest du das anders? Das empfinde ich genauso und das ist ein sehr spannendes Thema für die Philosophie, finde ich.
Und es wäre doch auch, und es war es auch vor ein paar Jahren eigentlich, noch ein ganz tolles Thema für die Gesellschaftskritik, für die Soziologie oder überhaupt auch für die Satire, ne? Dass man die Leute so als diese Smartphone-Zombies darstellt, die selber ihre eigene Freiheit abgeben, die sich in eine freiwillige Knechtschaft begeben. Und man könnte da eigentlich jetzt wirklich ein bisschen vom Leder ziehen und sagen, guck mal, was wir mit uns machen lassen. Und jetzt gerade in der Situation, wo das so in so einer beschleunigten Weise vonstatten geht, ist das alles still. Da gibt es meines Erachtens keine große Reflexion der Kunst darüber, des Kabaretts zum Beispiel, aber selbst auch die Philosophie und die Soziologie oder das, was man im Feuilleton als Gesellschaftskritik kannte, wird da gar nicht mehr angewandt. Ich erinnere mich zum Beispiel an ein Interview von Harald Welzer im Schweizer Fernsehen mit Barbara Bleisch, wo er all das, was jetzt passiert, vor 6 Jahren gesagt hat, ja, das ist super gefährlich. Die smarte Diktatur. Die smarte Diktatur. Ja, genau. Google ist wie Hitler, hat er gesagt. Ja, ja. Und das Gefährliche ist, dass wir nach und nach da reinrutschen, dass es uns erstmal zustimmungsfähig erscheint. Das ist ganz harmlos und erscheint sogar angenehm. Und die Menschen nicht merken, wie sie langsam in die Abhängigkeit kommen. Und jetzt, wo das alles passiert, ist auch ein Harald Welzer leider stumm. Und deine Kollegen offensichtlich auch. Ja, vielleicht deswegen, weil wir jetzt an einem Punkt sind, wo das Thema schon durch ist, weil wir alle abhängig sind davon. Ich kam mit dem Harald Welzer, habe ich meine Zugreise nicht beabsichtigt. Also ich habe in Klagenfurt gespielt und einen Vortrag gehalten und plötzlich sitze ich im Zug und der Harald Welzer sitzt da, den ich schon von vorher auch kannte. Ja. Und der ist wirklich noch mit so einem alten Nokia-Handy sondern der braucht kein Smartphone, das braucht er nicht. Ja. Ich weiß nicht, ob er jetzt schon ein Smartphone hat oder nicht. Ja. Aber der war da schon doch auch im Widerstand. Mhm. Ich bin schon der Depperte mit dem Smartphone, weil mich auch Technik interessiert. Mhm. Also jetzt ganz ehrlich zu sagen, das ist nur Scheiße, ist auch falsch. Das ist schon faszinierend, was diese Dinger können. Es fasziniert. Mhm. Ja. Und irgendwann einmal haben wir den Punkt übersehen, wo es nicht etwas ist, was halt super ist und ich kann es benutzen, wenn ich will. Mhm. Jetzt ist es etwas, was ich benutzen muss, um überhaupt am Leben, nicht am Leben, das habe ich jetzt falsch gesagt, am sozialen Leben teilzunehmen. Ja. Ja. Und wenn der Punkt gekommen ist, dann kannst du nur mehr entscheiden, entweder ich steige ganz aus, weil so ein bisschen aussteigen, spürt's jetzt nicht mehr. Wir haben diesen Punkt übersehen. Meine tapfere, von mir so geliebte Frau, die Regine, hat auch noch ihr kleines, altes Telefon. Und die ist Friseurin, Haarschneiderin und hat ein Geschäft. Und die hatte bis vor ganz kurzer Zeit kein Konto. Mhm. Die hat das geschafft ohne Konto. Mhm. Ja? Und jetzt war dieser Lockdown, das heißt, man kann dann ansuchen um Unterstützung beim Staat, aber die überweisen das nur auf ein Konto. Ja. Und schwuppidiwupp bist du dabei. Das heißt so, dass ich spiele ein bisschen mit, und nur dort, wo es mir bequem ist, spiele ich mit, bei den anderen Sachen nicht. Das ist jetzt eigentlich, glaube ich, es ist wirklich vorbei. Entweder oder nein. Ja. Und irgendwann gibst du dann, glaube ich, auf, auch wenn du im Widerstand bist. Ja. Und es ist auch unglaubwürdig, über die Idioten mit ihren Handys zu schimpfen und die YouTuber und das selbst pausenlos zu benutzen. Das geht irgendwann nicht aus. Genau. Ja. Man müsste ein Ludit sein. Die Bewegung schon Anfang des 19. Jahrhunderts, die gesehen haben, die Webemaschinen, die stehlen natürlich den Arbeitern die Arbeitsplätze und sie sorgen auch dafür, dass unser Verhältnis zu Natur, zu Arbeit entfremdet wird und die haben diese Maschinen zerstört. Bilderstürmer, sozusagen Maschinenstürmer. Und der berühmteste jetzt im 20. Jahrhundert war Ted Kaczynski, der Juna-Bomber, der gesagt hat, wir müssen das alles hier zurückdrehen vor die industrielle Revolution. Und ja, ob man so weit geht. Er hat nicht sehr sympathisch gemacht. Er ist nicht unbedingt sympathisch. Also freie Debattenräume waren bei ihm auch nicht Thema. Ja, sozusagen. Nur der Weg vom Webstuhl, Dampfmaschinen, industrielle Revolution, das hat alles ein bisschen eine Zeit gebraucht. Mhm. Nur jetzt geht ja das alles so schnell. Mhm. Jetzt bin ich Jahrgang 1963 und ich bin wahrscheinlich die letzte, so meine Generation ist die letzte Generation, die noch die komplett andere analoge Welt gut kennt.
Eine Welt ohne Internet? Oder das gab's? Ja, klar. Ja. Die Älteren von uns wissen das wahrscheinlich noch, möglicherweise. Ja. Und ich bin in dieser Übergangsphase dann irgendwann dazugekommen und so. Und mittlerweile aber weiß ich, ich kann da irgendwann nicht mehr mit. Mhm. Ich will auch nicht mit, muss ich dazu sagen. Ja. Also das wird dieses alte Wissen, liegt da so deppert, das wird einfach verschwinden. Mhm. Und das Problem ist so die Geschwindigkeit, mit der die Dinge verschwinden. Mhm. Ja. Dass es innerhalb von einer Generation passiert. Mhm. Dass man dann eigentlich wirklich sozusagen in einer Parallelwelt lebt. Ja. Da gibt es in irgendeinem Buch, ich lese nicht so viele Bücher wie du, aber in irgendeinem Buch habe ich gelesen, ich weiß nicht, welches Buch es war, ist egal, es war ein sehr dickes Buch, ein schöner Vergleich, das hätte man einen Menschen vor 4000 Jahren eingefroren und hätte ihm im 17. Jahrhundert aufgetaut, dann hätte er mal geschaut, ich gesagt, aha, die Zeit vergangen sein, die haben aber was anderes an, aber er hätte alles gewusst, wie es funktioniert. Ja. Da ist ein Brunnen, da ist Wasser, ich mache Feuer, etc., etc. Ja. Und ich bin in einer Zeit auf der Welt jetzt, wo für mich Feuer machen noch Feuer machen war beim Gasherd. Mhm. Ja? Also wenn sie jetzt noch einen Krieg eingefroren hätten und dann 40 Jahre später aufgedauert, dann würdest du in der Küche stehen auf einer schwarzen Fläche, das ist Mensch, und denkst dir, was ist das jetzt? Genau. Es hat nicht mehr einen Schalter mehr, das heißt, du bist vollkommen weg. Mhm. Und das passiert mit uns. Und irgendwann musst du wahrscheinlich aufgeben, weil du sonst nicht Angst hast, nicht mehr überleben zu können. Ja. Ja. Das hängt aber damit zusammen, dass es ist ja keine wirkliche Technikhörigkeit in dem Sinn, aber vielleicht, dass wir immer mehr und mehr den Bezug zum Lebendigen verlieren. Mhm. So dem, was ist Leben eigentlich? Was ist das Lebendige? Das ist ja das, was wir nicht verstehen. Ja. Also die Wissenschaftler können alles erklären. Da gibt es ja den schönen Satz, jeder Volltrottel kann einen Käfer zertreten, aber alle Wissenschaftler der Welt können keinen bauen. Die glauben zwar, sie kennen es. Mhm. Sie können was bauen, was vielleicht so funktioniert wie ein Käfer. Das kennen sie. Das glaube ich sogar, dass das geht. Also, ich glaube, hey, da ist ein Käfer. Boah, da weiß der ferngesteuert. Nur der Käfer kann sich nicht vermehren. Mhm. Das ist der Unterschied. Mhm. Ja. Und das haben wir total verloren. Und ich merke bei den Menschen, die jetzt durch Corona irgendwas für ihr Leben jetzt Positives mitgenommen haben, dass bei denen irgendwie so ein bisschen mehr Bezug zum Lebendigen entsteht. Mhm. Ist es bei dir auch so oder ist es nur eine Wahrnehmung von außen, die ich habe bei dir? Ich weiß nicht, wie deine Wahrnehmung da ist, woran sich das festmacht, aber es ist so. Dass ich das Gefühl habe, dass bei deinen Beiträgen, die du hast, immer öfter im Vergleich zu vor 3-4 Jahren, immer öfters die Natur irgendwie eine Rolle spielt. Es ist nicht bewusst. Aber es passiert. Aber es passiert. Du siehst dich gerne an einem See sitzen, gehst durch den Wind hinten. Ja. Und also du spürst offenbar in dir eine große Sehnsucht. Ja. Und das ist bei mir schon vor vielen Jahren auch passiert. Mhm. Ja, wo alle meine Freunde, ich habe Motorsport gemacht, bin Motorradrennen gefahren, also ich bin Maschinenbauer. Mhm. Ja, und für mich war Natur, das war etwas, was ich benutzen kann. Mhm. Also der Wald war super, weil man da Motorradrennen macht durch den Wald, da bin ich mitgefahren, deswegen war der Wald so super. Ja. Aber ich habe null Bezug, was ist das für ein Baum, der liegt im Weg, der Baum, der liegt nicht im Weg, das war für mich der Baum. Ja. Funktionaler und Zugang. Irgendwann einmal hat es, warum auch immer, bei mir so irgendwie, weil ich auch aufs Land gezogen bin, aus der Stadt raus aufs Land. Da haben wir gedacht, aha, da ist ja rundherum auch noch etwas. Und aha, da, hey, wieso ist das so finster? Ah, keine Straßenbeleuchtung. Hey, warum sehe ich Sterne? Was ist da für ein Geräusch? Ah, Grillen. So ganz langsam, so wieder der Dumme aus der Stadt plötzlich einen Bezug kriegt zu etwas. Mhm. Und dann hat es dauert ein paar Jahre und ich habe angefangen, Gemüse anzubauen. Mhm. Und dieses Wunder, für den Buben aus der Stadt ein Wunder. Du gibst einen Samenkorn, ein weißes Samenkorn in die Erde und musst das nur gießen. Mehr musst du nicht machen. Und plötzlich werden das Paradeiser. Tomaten, fallweise auch. Aber bei uns werden es immer Paradeiser, komischerweise. Werden das Paradeiser. Ja. Und da kommt aber nichts von außen dazu. Du tust nicht keine Materie dazu, sondern es wird einfach, woher weiß dieses weiße kleine Samenkorn, dass es ein Paradeiser werden soll? Und dann habe ich mich immer mehr mit meinem Bezug zur Natur beschäftigt. Wahrscheinlich haben auch deswegen die Borrelien gesagt, na dem lernen wir jetzt noch was, dem Depp. Na der wird noch schön schauen. Und dann ist das wirklich, hat sich bei mir einfach eine Veränderung irgendwie breit gemacht. Ja. Und
Was, glaube ich, der grundlegende Unterschied ist zwischen dem Lebendigen und allem, was wir jetzt technisch schaffen können, oder das, was auch unsere Gesellschaft momentan wird, ist Antifragilität. Weil wir vorher in einem Vorgespräch kurz das... Taleb, ja. Taleb, genau. Mhm. Ich bin am Weg zum Zug gewesen, gehe durch eine Buchhandlung am Bahnhof, da liegt ein Buch, da steht oben Antifragilität. Ich habe lang gebraucht, bis ich es überhaupt lesen können, was da steht eigentlich. Dann habe ich gedacht, was heißt denn das? Dann habe ich mir dieses dicke Buch gekauft. Ja. Und das hat auch was mit mir gemacht. Mhm. Ja. Weil das können eigentlich nur wirklich lebendige Systeme durch Druck besser werden. Mhm. Ich habe das an mir selber erfahren, ich kenne das. Ja. Weil wenn ich mir beim Motorradfahren ein Bein gebrochen habe, dann bekomme ich einen Gipsfuß. Ja, ab 6 Wochen Gips. Mhm. Und wenn der Gips runterkommt, ist der Knochen zwar geheilt, nur das ist nicht mehr mein Bein. Ja. Das ist, aha, was der ist das? Das ist was anderes. Der Körper weiß, ich brauche es nicht und baut es ab. Umgekehrt, wenn du Kraftsport machst, wenn du Muskeltraining machst und immer über den Punkt geht, wo es dann wirklich auch weh tut, dann lernt dein System, ich muss stärker werden. Ja, das ist Antifragilität. Mit Krankheit das Gleiche, oder? Genau dasselbe. Ja, und das blenden wir momentan, dieses... Also das Fundament der Lebendigkeit, dass es erst durch Druck, ja, auch durch unangenehme Ereignisse, durch Schmerz besser wird. Vielleicht wird es nicht auf der individuellen Ebene besser, aber systemisch, es wird immer stärker, es wird immer besser. Ja. Und das ist komplett, wir probieren alles robust, so robust wie möglich zu machen, so sicher und robust wie möglich. Ja. Das bringt nichts. Mhm. Das kann nicht funktionieren. Ja. Das Tragische ist ja, dass der Autor des Buches, Nicholas Nassim Taleb, auch eben jetzt auf einmal alles angeblich vergessen zu haben scheint, angeblich, was er da gesagt hat und sich sehr in dieser Sicherheitsideologie vergräbt, was ich beobachte bei sehr vielen. Zero Covid und so. Zero Covid, ja. Ja, das ist, und da, gerade da denke ich mal, was ist da passiert? Was, ja. Was ist das? Ja. Die können ja nicht alle von Antizecken gebissen worden sein. Oder sie sind. Ja, es ist sehr eigenartig. Mhm. Also unser jetziger Gesundheitsminister von den Grünen, der Arzt wenigstens jetzt, angeblich waren Patienten zu ihm kommen, behandelt er auch mit der traditionellen chinesischen Medizin, was ja an sich nichts Blödes ist, dieser Zugang zur Medizin. Mhm. Ja. Und der ist ein totaler Impfjunkie, der will alle niederimpfen. Mhm. Weil man denkt, wie geht denn da? Jetzt hat er eine andere Ausbildung auch und trotzdem, ich verstehe das nicht. Ja, und ich glaube, dass Menschen, die dann wirklich in Gesundheitsberufen tätig sind, die Ärzte sind, die müssen ja jetzt, die müssen ja durch, dann so wie der Schubert zum Beispiel. Ja. Der muss ja denken, was ist denn da jetzt los? Professor Schubert aus Schubert. Innsbruck, nicht Franz Schubert. Nein. Weil du mir erzählt hast, dass du mit dem gesprochen hast. Also das ist echt irre, was passiert. Nur noch einmal, das ist nicht gekommen, das war alles da. Mhm. Aber jetzt sieht man es. Jetzt sieht man es. Ja. Da kann man ja auch dankbar für sein. Ja, nur dankbar dafür zu sein, sagen, das ist danke, dass ich das jetzt sehe, nutzt auch nichts. Ich glaube, dass wir, die wir aus irgendeinem Grund anders funktionieren, ein bisschen, uns jetzt sehr gut überlegen, was wir mit unserer Zukunft machen. Ja. Wo wir uns finden können, wo unsere Reise hingehen kann, egal ob gemeinsam oder nicht. Das wäre das Schlimmste, wenn man es probiert, alle gemeinsam. Wir tun uns jetzt zusammen und gründen etwas ganz was Tolles, eine neue Ideologie, die alles besser. Das wäre auch scheiße, aber einfach, wo wir noch Freiräume finden, wo sie uns in Ruhe lassen. Das wird eigentlich der springende Punkt sein. Ob das jetzt eine Frage der Geografie ist, dass man in ein anderes Land muss, vielleicht findet man das auch zu Hause irgendwo, diese Räume, mit muss keine große Gruppe von Menschen sein, aber mit einer kleinen, überschaubaren Gruppe, wo man dann eigentlich das leben kann. The land of the free, sozusagen. Ja. Ja. Oder the land of the, wie hast du es eben genannt, Machbarkeit, nee, nicht Machbarkeit. Daseinsmächtigkeit. Daseinsmächtigkeit. The land of the Daseinsmächtigkeit. Ja, das ist auch kein Begriff, den ich erfunden habe. Das Wort habe ich gehört, da war ich irgendwie eingeladen, einen Vortrag zu halten bei einem Symposium in Goldegg. Da war der Erwin Thoma auch und die Marianne Kronemeyer hat einen Vortrag gehalten. Da habe ich das Wort Daseinsmächtigkeit das erste Mal gehört. Aha. Dann war das ja eh logisch. Ja.
Ja. Das ist das, was eigentlich, das ist eigentlich das, was, was dir Sicherheit gibt. Mhm. Wenn ich als Nichtschwimmer einen Segeltörn mache, kann das schlecht ausgehen. Mhm. Was nicht heißen soll, dass du als Schwimmer nicht auch ertrinken kannst. Nur die Chance ist höher. Und offenbar sind wir jetzt, wir bewegen uns immer mehr, dass wir alle Nichtschwimmer werden, in der Hoffnung, dass uns eh irgendwer auszahlen wird aus dem Wasser. Mhm. Ja. Vielleicht kann diese Parallelgesellschaft, von der du eben gesprochen hast, oder die, der Teil der Parallelgesellschaft, der kleinere, widerständigere Teil ist, auch durch ein positives Bild etwas nach draußen geben, was diese Lebendigkeit und diese Daseinsmächtigkeit angeht, dass sie nicht nur sich eben abgrenzt in einer Art negativen Kritik, und das wollen wir nicht, und wir wollen keine alte Normalität, wir wollen keine neue Normalität, so wie ihr sie uns vorschreiben wollt, wir wollen keine Abhängigkeit, sondern was wollen wir? Ich wollte Gedanken. Ja, genau. Ja, und vielleicht kann ja da auch eben die Kunst, und das fehlt mir ja noch so ein bisschen, die Kunst als Avantgarde, dass sie eben auch diese Bilder erzeugt, die erstmal in den Köpfen der Menschen erzeugt werden muss, wie, was ist das, was die da wollen, was die da vorhaben oder was sie uns anbieten an einem wirklich wertvollen Leben, lebensfreundlichen Leben. Und dass man da auch über das Schauspiel, also das Theater und die Musik und alle möglichen Künste diese Bilder machen kann. Wie siehst du da die Chancen, dass deine Kollegen auch vielleicht sich da mal kreativ betätigen? Ich glaube, man muss das sehr unterscheiden zwischen dem Künstler, der Künstlerin als Kunstfigur, ja, und dem, was man wirklich ist. Das ist, glaube ich, ein großer Unterschied. Ja, auf der Bühne irgendetwas zu sagen, ich bin ja so oder so, oder etwas zu schreiben, ich bin so, das, was man wirklich lebt, wenn das nicht das Gleiche ist, dann hast du gar nicht die Möglichkeit, irgendwie was zu tun. Ja. Weil es ist natürlich dadurch, dass die Kunst, das klingt über die Kunst, in Wirklichkeit ist es ein Geschäft. Also das, was ich mache, ist ein Geschäft. Ja. Ja, ich bin kein brotloser Künstler, ich verkaufe das, was ich mache. Und ich habe das viele Jahre sehr, sehr gut verkauft. Ja. Das ist wirklich ein Geschäft. Und daher wird man auch schauen, was kommt gut an, wie kann ich mein Produkt, in dem Fall bin es dann ich als Person, als Künstler, gut verkaufen. Ja, ich habe nur das Glück gehabt, und das macht vielleicht den Unterschied, dass ich etwas anders funktioniert, dass die Themen, die ich auf der Bühne immer besprochen habe und auch in Filmen, das waren immer zu dem Zeitpunkt, wo ich es geschrieben habe, Lebensthemen von mir. Ich habe einen Film, Hindholz 8 hieß der, gemacht in Österreich. Da ging es um eine Familie, die ein altes Haus renoviert und daran zugrunde geht. Mhm. Den Traum vom Eigenheim im Grünland, das ist ein absolutes Desaster. Das habe ich geschrieben auf meiner Baustelle. Während ich ein Haus, also ich immer das, was bei mir gerade ein Lebensthema ist, arbeite ich um. Daher ist es relativ authentisch, was ich mache. Drum, wenn ich was sage, dann ist es auch so, und ich muss nichts vorgeben, irgendwie zu sein. Das ist auch wieder ein Sonderstatus. Aber das Wichtige, egal ob jetzt Künstler oder einfach Menschen, die gehört, sagen wir Menschen, die gehört werden. Man muss ein Künstler sein, man kann ja was anderes sein, die gehört werden. Ja. Wenn sie schon zu der Erkenntnis gelangt sind, dass das, wie es jetzt läuft, nicht wirklich so super ist, und sie irgendeine Idee hätten, wie es vielleicht besser sein könnte, dass sie es verdammt noch einmal auch sagen. Und nicht in der Deckung bleiben und sagen, schauen wir mal. Ja, was, wenn man etwas verbaue. Das ist das. Also wenn ein Künstler Angst hat vor dem Virus oder die Maßnahmen richtig findet, ist alles legitim. Ja. Nur maulen, schimpfen, die Maske und die Tautung, furchtbar aufregen, und dann aber nichts sagen, wo ich in einer Position bin, etwas sagen zu können, weil man mir aus irgendeinem Grund zuhört, das ist eigentlich, das ist schon sehr schwach. Aber resultiert das nicht aus genau diesem Bild, ach, mein Job ist ja auch nur einer unter vielen, wo man einfach ein Geschäft draus macht, also das ist einfach eine wirtschaftliche Überlegung, und ja, dann, das wird sich nicht verkaufen. Dann das passiert das ein bisschen. Ja. Also ich kann jetzt nur von meiner Branche reden, aber ich glaube, dass es auch in der, zum Beispiel in der Klassik,
Ja? Mhm. Klassische Musik. Mhm. Ja, ich habe vor einiger Zeit auch den Günter Kreuzberg kennengelernt. Genau. Auch dadurch, auch plötzlich jemanden kennengelernt, wo man denkt, hey, ich hätte nie in meinem Leben einen Opernsänger kennengelernt. Wir haben nie da voll gewesen und plötzlich habe ich den kennengelernt. Und das auch in der Klassik, wo man sagt, okay, das ist ja etwas, wo eigentlich alles vorgegeben ist, was es ist. Es gibt diese Stücke, wie man sie spielt und so. Dass es gar nicht mehr nur darum geht, wie gut spiele ich das, sondern wie verkaufe ich mein Gutspielen. Das heißt, wenn du zwei Pianisten oder zwei Sänger hast, die gleiche Qualität haben, wird wahrscheinlich der mit den rot gefärbten Haaren und vielleicht noch irgendetwas anderes, besonders groß, besonders klein, besonders dick, wird wahrscheinlich den Vertrag bekommen. Mhm. Das ist aber diese ganze oberflächliche Gesellschaft, in der wir drinnen sind. Es ist so eine blinke Welt, wo das wirklich um das, worum es geht, immer mehr, eben wieder das Lebendige, immer mehr an Wichtigkeit verliert. Mhm. Und das wäre eben die Chance gewesen von dieser Pandemie, dass man sagt, hey, Moment, was hat jetzt wirklich einen Wert? Mhm. Ja, aber das ist aus irgendeinem Grund, vielleicht ist es eh passiert, nur wir wissen es nicht. Aber in meinem Umfeld habe ich nicht das Gefühl, dass das irgendwie passiert ist. Ja? Und letztendlich muss man, um jetzt Menschen etwas zu zeigen, es auch vorleben. Es nur zu sagen, es wäre gut, wenn. Mhm. Ja? Macht es doch. Ja? Hey, ich mache das auch, mach du das auch. Hey, rette das Klima oder tu das und das und dann steige in mein Auto ein und isst die Fleisch aus Massentierhaltung. Das ist für nichts. Ja, ich muss es wirklich tun und wenn ich eine öffentliche Person bin, kann ich die anderen zuschauen lassen dabei. Das habe ich eigentlich wirklich gemacht. Ja. Das ist das, was ich gemacht habe. Ja. Ja. Also jetzt beim Thema Fleisch. Ja, es gibt eigentlich nichts Schändlicheres als das, wie wir mit lebendigen Wesen wie Tieren umgehen. Mhm. Ja? Gerade in der Massentierhaltung. Ja, das ist so abartig aus meiner Sicht. Ja? Und wenn ich das jetzt sage, sagt jetzt morgen einer, der Thüringer ist Vegetarier. Nein, der Herr Thüringer ist kein Vegetarier. Der Herr Thüringer isst Fleisch, aber er bringt das Fisch selber um. Das ist der Unterschied. Und das habe ich auch gesagt. Also, wir haben eine Zeit lang Schweine gehalten, um eben ein bisschen Fleisch zu haben. Wir wollen einen Jagdschein, habe ich gemacht. Und darüber spreche ich auch in der Öffentlichkeit. Mhm. Ja, und sage, ich mache das so. Weder es ist gut oder es ist schlecht, ich mache es so. Mhm. Ja, also glauben Sie nicht, ich bin Vegetarier. Wenn Sie mir aber jetzt irgendein Essen, ein Fleisch anbieten, was Sie im Supermarkt gekauft haben, werde ich es nicht essen. Okay. Ja, man muss schon das Fleisch dahin stellen, das Schwein dahin stellen. Nein, das nicht. Aber wenn es von einem Jäger ist und so, ich möchte einfach mit meinem Tun so möglichst wenig Leid erzeugen, wie es irgendwie geht. Mhm. Ja. Das kann jetzt einer für verrückt halten und sagen, naja, Tiere umbringen. Und dann mein Problem ist ja dann in Wirklichkeit, dass mich alle hassen. Mich hassen die Tierschützer und mich hassen die Fleischfresser. Und die Schweine, wenn du sie... Die Schweine nicht, nein, da verwehre ich mich dagegen. Nein, es ist ein Unterschied, ob man Leid erzeugt oder ob man tötet. Für das Tier ist es ein ganz großer Unterschied. Unsere Schweine haben ein wunderbares Leben gehabt. Ja. Wie Hunde sind die aufgewachsen. Die eine Sau, die Tante haben wir sie genannt, hat dann irgendwann mal 15 Ferkel gehabt. Und da bin ich wirklich in den kleinen Stall, also nicht deswegen, weil die in einen kleinen Stall eingesperrt waren, sondern wenn Schweine dann ausschütten, dann gehen die in einen kleinen Unterstand, da sind sie mit diesen so kleinen Ferkeln. Da bin ich mittendrin gesessen, neben dieser fetten Sau mit 52 Kilo und die Kleinen rund um mich, unglaublich. Ja, das ist super. Ja, aber ich habe immer gewusst, irgendwann wird die Mama dann gegessen. Ja. Und das ist passiert so, ja, dass zum einen das Tier das nicht merken darf, dass es passiert. Okay. Ja. Den Schlachtschussapparat, das funktioniert nur ein Schlachtschussapparat. Ja. Ja, zuerst, also war schon mit dem Schweineschlacht einmal, wie das funktioniert. Ich habe mal so, also ich kenne dieses Bolzenschussgerät. Genau, ist ein Bolzenschussgerät. Ja. Das heißt, es setzt dann ungefähr in der Kreuzungslinie von Ohr und Augen, in der Mitte muss es genau treffen und dann fährt es hinein in das Gehirn und in dem Moment ist das Ding ausgeschalten sozusagen. Ja. Das heißt, es macht nur Bewegungen und dann stichst du es, weil es sehr schnell ausbluten muss. Mhm. Ja. Gibt es nicht vorher, also ahnt das Tier das nicht? Also, du fragst vollkommen richtig, genau das ist der springende Punkt. Mhm. Ja. Das Schlimmste, was für ein Tier passieren kann, ist, dass es merkt,
da ist jetzt irgendwas. Ja. Weil dann hat es Stress, dann hat es Panik. Mhm. Ja? Wenn das aber so passiert wie immer, ich bin mit dem Schlachtschussapparat schon auf die Weide gegangen, ja, und habe es damit gekratzt. Die kratzen sich ja so gern. Das hat sie an dem gekratzt. Ja. Meine Frau hat es hinten gestreichelt oder mit der Bürste ja, immer und ich habe es vorhin gekratzt und das Schwein hat es dann sogar hingelegt. Ja. Und so ist es dann passiert, in vollkommener Ruhe, ja, so wie jeden Tag. Okay. Schwein hat gefressen, dann ist es gekratzt worden, ja, hat sie hingelegt, bumm. Dann? Ja, weg. Okay. Ist zwar auch töten, jetzt kann man sagen, ist es moralisch vertretbar, ethisch vertretbar, dass man ein Tier tötet. Meine Frau sagt eher, nein, das macht man nicht mehr, darum macht man das auch nicht mehr. Ja, doch nicht. Mhm. Ja, für mich ist es jetzt nicht so. Was ich nur nicht möchte, es darf kein Leid entstehen. Mhm. Und das, was wir machen als Gesellschaft, wir erzeugen jetzt bei allem, was lebendig ist, momentan wahnsinnig viel Leid. Mhm. Das heißt nicht, dass ich jetzt ein Klimaschutzaktivist bin. Ganz im Gegenteil. Mhm. Aber dieses so wenig Demo zu haben vor der Natur, vor etwas, was ja viel, viel größer als ist, ist es wie er selber. Mhm. Es ist so unbegreiflich. Ja? Und trotzdem, wir spielen uns auf hier, es dreht sich alles nur um uns. Die ganze Corona-Geschichte, es dreht sich nur um uns, dass uns nichts passiert. Ja, ja? Auch und nur wir im Westen. Ja, ja, das kommt noch dazu. Ja, ja. Aber so einfach, ja, der Mensch ist, die ganze Welt ist nur dazu da, damit der Mensch sie benutzt. Mhm. Das ist so irgendwie, und da geniere ich mich dann schon, auch mal für die eigene Spezies, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ja. Ich wollte noch mal kurz zu der Sau fragen, wenn die dann tot ist, ist dann gewährleistet, dass die Ferkel sie nicht vermissen? Oder also ja, sind die schon? Sind die Ferkel schon weg. Die sind schon weg. Nein, Gott, du bist nein, Entschuldigung, das ist ja, ich wollte wissen, nein, in welchem Zeitraum. Ich meine, oder ist sie. Nicht der Bötzen. Nein, nein. Ist sie dann schon so alt, dass sie eigentlich so. Nein, so ist es nicht. Also, das eine ist die Muttersau. Da weiß man, die wird dann zugelassen bei einem Weber, die bekommt irgendwann Junge und dann kann man ein paar davon verkaufen, dabei behält man sie und irgendwann einmal entscheidet man sich für ein Tier, was dann praktisch als Nahrung für den Winter zur Verfügung steht. Mhm. Ja. Und eines noch vielleicht zur Erklärung, da unterscheiden sich die Rinder und die Schweine ein bisschen, weil bei einem Stier, den wir töten mussten, leider, weil er sie verletzt gehabt hat, war das anders. Aber bei den Schweinen ist es so, du bist auf der Weide draußen mit den anderen Schweinen, die rennen auch herum, die spielen. Und eines ist praktisch der Star des heutigen Tages, sozusagen. Der weiß es nur noch nicht. Ja, du weißt, wie ich es meine, ehrlich. Und dann passiert der Schuss, ja, das ist nicht sehr laut, das fällt um. Dann wird sofort mit dem Messer nachgestochen und die anderen kommen und trinken das Blut. So sind Schweine. Mhm. Denn es ist vollkommen okay. Die trinken das Blut. Die sind. Bei Rindern ist es anders. Also den Stier, den wir schlachten mussten, auf der Weide auf, da sind dann wirklich, nachdem er dann tot war, ist die ganze Herde, das sind 30, 40 Rinder gekommen, sind rund an dem gestanden, haben sich verabschiedet. Mhm. Das hat man beobachten können, wirklich eine Stunde oder noch länger, sind da gewesen und haben wirklich, das ist anders, das ist quasi von Tierart zu Tierart, ist und, das anders. Ja. Und es gibt ja einen bestimmten Zeitpunkt im Leben, wo man sagen könnte, jetzt hat das Schwein oder die Sau eh nicht mehr so viel vor sich. Raubt man eben nicht dann so ein paar Lebensjahre? Man sagt so, die restlichen Lebensjahre nehme ich dir für mein Fleisch? Das kann man als Mensch jetzt so bewerten. Die Natur bewertet das anders. Also in der freien Wildbahn gibt es so ein Denken nicht. Ja, das aber auch nicht, dass Leid vermieden werden soll, gibt es ja auch gibt nicht. Gibt es auch nicht. Das ist eben der Vorteil, den wir Menschen hätten, dass wir es so machen können. Mhm. Ja, aber es gibt eigentlich nichts Ungerechteres als die Natur. Oder ist das Leben an sich? Es ist einfach, wenn die kleinen Hasen, das sind die Märzhaseln, wenn die auf die Welt kommen, die kleinen Häschen, wenn die ein Pech haben, das ist zu feucht, also die Kälte macht gar nichts, aber wenn es zu feucht ist, der März, ja, haben die keine Chance, dass die überleben. Mhm. Die gehen elendiglich zugrunde. Mhm. Ja, die Wildtiere haben so viele Parasiten. Ein kleiner Igel, ja,
wird 2-3 Jahre alt, weil der von dem, was er frisst, so viele Parasiten und Lungen, wie man dann bekommt, die gehen eigentlich elendlich zugrunde. Also, warum das so ist, weiß ich nicht, aber es ist einfach nicht gerecht. Und wir schreien jetzt so nach einer Gerechtigkeit, die es aber da draußen schwerlich gibt. Wir können natürlich wo eingreifen und punktuell können wir sozusagen Gerechtigkeit walten lassen. Ja. Aber das hat aufs große Ganze keinen Einfluss, was wir machen. Aber auch das Leid zufügen oder vermeiden nicht. Oh ja, das schon, wo wir es steuern können, das haben wir da miteinander vorbeigesprochen, dort, wo wir es steuern können, ist es etwas ganz, ganz anderes. Ja? Dort, wo wir es nicht können, müssen wir auch loslassen. Mhm. Ja? Mhm. Aber dort, wo wir es können, vor allem dort, wo wir es verursachen, Gunnar. Das und Leid. Das ist bei Massentierhaltung so. Ja. Das ist bei Zerstörung von Grünflächen so. Da ist es nicht so, dass wir zuschauen und nichts dagegen tun. Wir tun das. Aber ja, auch beim Töten einer Sau, das könntest du auch sein lassen, könntest du auch Tofu. Genau, könnte ich auch. Ja. Aber dann ist die Frage, wenn ich mich nur vegetarisch ernähre, dann geht es nur, wenn ich am Stecker dranhänge. Das haben wir wieder bei der Daseinsmächtigkeit. Weil ich von Lebensmittelgeschäften versorgt bin. Natürlich kann ich in den Bioladen gehen und mir ein Schmalz kaufen, wo aber nur Kokos drinnen ist und Palmfett und das. Schmeckt fast wie echtes Schweineschmalz. Ist es aber nicht. Ja, aber ich verschiebe das Leid nur. Dafür müssen irgendwo Ölpalmen angebaut werden, irgendwo in einer Welt. Und das muss hertransportiert werden. Mhm. Ja. Aber ich glaube, das ist in unseren geografischen Breiten, das hat ja einen Grund, warum Menschen dann irgendwann bei uns Tiere getötet haben und auch gegessen haben, um zu überleben. Ja. Mhm. Und da bin ich eher auf dem Standpunkt, dass warum soll die Spezies Mensch, um zu überleben, nicht dieselben Rechte haben wie der Wolf? Mhm. Wenn der Wolf ein Grasfresser wäre, wäre er Grasfresser. Mhm. Ist es aber nicht. Wir sind alles Fresser und wir sind in manchen geografischen Gebieten einfach wahrscheinlich davon abhängig gewesen, dass wir Tiere töten oder Tierprodukte verarbeiten, um überhaupt als Sippe überleben zu können. Mhm. Also ja, klar, heute müsste man es nicht, wenn die Transportwege da sind. Ja. Aber was wäre, wenn das alles zusammenbricht? Was wäre, wenn die Supermärkte eines Tages nicht mehr aufmachen? Mhm. Ja? Was würden wir dann machen? Aber du bewegst dich ja in einem Setting von einem Bauernhof. Also da kann man ja auch die Paradeiser nehmen anstatt die Säue. Also du musst ja gar nicht in den Supermarkt. Oder ist das so viel schwerer? Nein, ja. Ich habe den Bauernhof, das gibt's alles nicht. Ja, aber als du die Säue getötet hast. Natürlich, aber das ist nur regional und saisonal. Mhm. Ja. Diese Vorstellung, die manche Menschen haben, ach, weißt du was, irgendwann mal steige ich aus, ich nehme mit ein paar Freunden einen schönen Bauernhof, einen Vierkanthof, da bauen wir unser eigenes Gemüse an und so. Wer das noch nicht gemacht hat, der hat keine Ahnung, wovon er spricht. Das ist nichts romantisch Schönes. Das ist harte Knochenarbeit, einen Acker zu bestellen. Also ich habe einen großen Garten gehabt, ich habe eine Gartensendung auch gemacht in Österreich. Ja, der wilde Gärtner hat das geheißen, wo ich mich genau mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Das heißt eigentlich Anwesenheitspflicht. Ja. Das ist nicht so, das mache ich nebenbei, als Hobby, sodass ich dann sage, heute hole ich mir eine Tomate von meinem Strauch. Oh, was ist das für eine Sorte, eine Green Zebra, was Besonderes. Die genieße ich. Ja, das ist eben lieb. Hast du es so gezeichnet. Man tut die Saat in die Erde und da muss man nichts mehr machen. Das ist das Wunder. Mhm. Das ist das Wunder. Das hat nichts mit uns zu tun. Ja? Mhm. Wenn ich es aber dann so mache, um davon wirklich eine Familie ernähren zu können, dann brauche ich einen ziemlich großen Grund. Und dann muss ich tagtäglich dafür schuften. Mhm. Das passiert nicht von selbst. Mhm. Das kann ich nebenbei machen. Mhm. Der Paradeiser zuschauen beim Wachsen, das ist schön. Aber diese romantische Vorstellung, wir machen dann einfach auf Selbstversorger, das muss man erstens einmal können. Da braucht man Erfahrung. Mhm. Und das ist wirklich anwesend. Allein die Schneckenplage. Mhm. Ich habe dann irgendwann aufgegeben. Ich habe irrsinnig viele Hochbeete gehabt, so 20 so Hochbeete mit unterschiedlichen Gemüsesorten drinnen. Ja. Und dann kamen die Schnecken. Das heißt, die Schnecken sind die gekommen, die waren schon da. Die liefern ja praktisch, die Erde liefern, liefern die auch die Schnecken. Ja? Und in einem besonders
wenn ein milder Winter ist und es besonders feucht ist dann im Mai, ja, das ist eine Population, das kannst du dir nicht vorstellen. Mhm. Ich bin dreimal täglich gestanden und habe die Schnecken von meinem Gemüse runter. Weil dann triffst du die Entscheidung, ja, fressen die jetzt die Kürbispflanze, mhm, oder werde ich einmal große Kürbisse essen? Mhm. Mhm. Ja, weil die greifen in einem Stadium an, wo das Ganze noch nicht entwickelt ist. Mhm. Die holen sich die Babys, diese Arschlöcher. Mhm. Genauso wie die Rehe bei den Bäumen. Und das habe ich 14 Tage lang gemacht und irgendwann, wenn ich gestanden habe, nur mehr geschrien, dann fresst es ihr Arschlöcher, dann nehmt es euch und ich habe auch verkehrt. Ja, da haben die Franzosen schon die beste Möglichkeit entwickelt. Ja, nein, nein, nein. Aber das sind die Weinwelschen. Die schmecken ganz anders und das ist okay, wieder ganz anders. Schade. Aber du verstehst den Unterschied, was ja, ich meine. Aber ja, dann ist das Schweinschlachten sozusagen der Umweg, um nicht den ganzen Tag Anwesenheitspflicht auf dem Feld zu haben. Naja, aber du hast auch bei Tieren Anwesenheitspflicht. Du hast Verantwortung für die Tiere. Die können krank werden, die können sie verletzen. Nein, sobald du ja, in einer bäuerlichen Struktur bist oder mit Leuten eine Gemeinschaft gründest, wo du sagst, wir machen das, wir haben unsere Hühner, wir haben unsere Eier, wir haben Gänse, wir haben einen kleinen Teich, wo wir unsere Fische haben, das ist alles möglich, das ist alles machbar. Mhm. Ja, aber das ist eine Verpflichtung. Mhm. Bei Pflanzen ist es nicht so eine Verpflichtung, weil okay, dann geht es halt ein, das Pflänzchen. Mhm. Aber bei Tieren kannst du das nicht machen. Mhm. Dann musst du einfach wirklich hinhalten. Mhm. Ja, darum meine ich, das ist ein bisschen eine romantische Vorstellung. Aber deswegen, weil wir so weit weg sind von dem. Also jeder, der auf einem Bauernhof aufgewachsen ist, wo die Eltern noch am Hof gearbeitet haben, der weiß, wie das ist. Mhm. Ja, ich weiß noch von meinen Großeltern. Ja. Aber der weiß, wie das ist, dass es nicht irgendwas nur Schönes ist. Mhm. Und vor allem, es kann auch viel kaputt gehen, es wird nichts. Mit dem musst du auch umgehen können. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Wie finde ich jetzt die Überleitung von Schweinen zu den Schauspielern? Sie ist schon da. Okay. Ja, ja. Ja, damit haben wir sie schon. Ja. Ja. Hört sie gerade naja, Schwein sagen. Genau. Ja. Ihre Kollegen. Ich wollte schon noch auch vielleicht zum Abschluss des Gespräches nochmal unseren Weg vom Bauernhof zurück zu dem großen Bauernhof des Lebens, das vielleicht auch das Theater ist oder auch eben die Schauspieler, die sich ja jetzt auch in den letzten Wochen ein bisschen gemeldet haben. Es gab diese Aktion Alles dicht machen. Du warst da auch mit dabei. Ja. Und es gab da eine sehr starke Diskussion darüber, ob das überhaupt sagbar ist, was das für Menschen sind, die das sagen und auch wie die ganze Reaktion war von den Medien. Wie hast du das empfunden und wie hast du auch die Reaktion deiner Kollegen darauf empfunden? Okay, also es waren ja nur 4 Österreicher dabei bei der ganzen Aktion in Wirklichkeit. Die Kernmannschaft, die das machen wollte, ist in Deutschland zu Hause. Ja. Und die haben probiert, eben so viele Schauspieler wie möglich zu finden, die überhaupt so etwas mitmachen. Ja. Und irgendwie ist man dann auf mich und auf die Nina Prohl, die Niki Ofzeig und auf den Manuel Rubi gekommen. Ja. Und irgendwer über 3 Ecken hat mich angerufen, hey, da gibt es einen Regisseur in Deutschland, der möchte so etwas machen, darf ich die Nummer weitergeben? Also, ja, passt. Dann haben wir Kontakt aufgenommen, ich mit Herrn Brückemann, der die Regie gemacht hat. Und ich habe gesagt, um was geht's da eigentlich? Und er hat gesagt, ich schicke dir das. Und dann hat er mir ganz einfach die Idee niedergeschrieben, geschickt. Die habe ich sehr gut gefunden. Nämlich, dass er sagt, in der Situation hilft uns nur mehr Satire. Wir müssen einfach raus mit etwas, was die Leute irgendwie, was ist das jetzt? Mhm. Ja. Und der Plan war, wir machen das, ja, wir hauen das irgendwann am Tag X raus und dann wird es nicht kommentiert. Mhm. Das war der Plan. Und dazu 3 Beispielvideos, die er schon gemacht hat. Ja, und das war es, was ich bekommen habe. Ich habe mir das angeschaut und habe gesagt, Gott sei Dank, endlich. Mhm. Endlich, Gott sei Dank. Ja, weil mir hat damals dieser unsägliche besondere Heldenspot. Mhm. Ja, das hat mich, also da war schon der Punkt, wo ich an Maschinengewehre gedacht habe, ehrlich, weil das war so, dass man da, das glaube ich jetzt nicht, was ich gerade sehe. Wenn das Menschenbild ist, der Zukunft, ja, das kann nicht sein. Ja. Und darum war ich so dankbar, weil es genau eben in diese Richtung gegangen ist, weil es auch formal so gemacht war, etc., etc. Das kann man 20 Textvorschläge, also das ist Liebe, schreibe mir meinen selber und habe dann halt meinen Text formuliert
Und habe dann ich selber ein Video gemacht, damals noch im Wald. Im Wald haben wir die Kamera hingestellt. Und da war es relativ, da war es vor Ostern, es war noch recht frisch und kalt. Und ich habe so einen Lodenmantel, so einen grünen, der aus alten Bundeswehrdecken gemacht ist. Mhm. Die werden zerschnitten und dann hast du so einen Mantel. Und das Lustige ist, da steht dann irgendwo Bundeseigentum. Weil das auf dieses, ja. Und das habe ich so einen Mantel mit Bund, den ich mir irgendwas gedacht habe. Und habe das sehr schön produziert im Wald und habe das gemacht, habe das dann dem Herrn Brüggemann geschickt und 14 Tage später gesagt, du bitte, kannst du das noch einmal machen? Sag ich, wieso, irgendwas nicht gut vom Text? Ich habe den Text geschickt, nein, das ist eh alles in Ordnung. Nur die anderen Kollegen, die auch mitmachen wollen, wenn wir nur möglichst viele werden, haben Bedenken. Weil mit diesem Mantel und im Wald, ob man da nicht in die Richtung von Querdenker so kommt und Reichsbürger und was weiß ich, sage ich, okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber soll so sein. Und dann habe ich es noch einmal neutral von der weißen Wand aufgenommen. Und jetzt im Nachhinein wissen wir, es wäre wurscht gewesen. Mhm. Also es wäre ganz, auch mit dem Mantel, es wäre das Gleiche. Oder ohne Mantel, es wäre dasselbe gewesen. Ja. Aber irgendwann einmal kam man dann eben 50 oder 53 Videos zum Ansehen, schaut sich das an, das ist das Projekt und in drei Tagen haben wir es raus. Wer nicht dabei sein will, kann es jetzt noch sagen. Ja? Und dann haben wir alle angeschaut und das war eigentlich, zum größten Teil war das sehr lustig, mir hat das sehr gut gefallen und ich habe es auch wichtig gefunden, dass das passiert und war fast ein bisschen stolz, dass ich da auch dabei bin. Ja, und dann ist es eben rausgegangen und ihr schnell, tack, ihr viel Zugriffe gehabt. Ja? Und ich glaube, 4 Minuten später ist schon dann der erste abgesprungen, hat sie irgendwie ja, nicht an die Verabredung gehalten, wie auch immer. Möglicherweise ist es halt so passiert, dass da manche das total unterschätzt haben. Mhm. Ich bin ein gebranntes Kind, ich wusste genau, auf was ich mich einlasse. Mhm. Für mich war es keine Überraschung, dass das so passiert. Für manche halt offenbar schon. Ja. Und dann sind wir eben bei dem Punkt, hältst du das aus oder hältst du das nicht aus? Vor allem, wenn du noch nie in der Schusslinie warst, wenn du das nicht weißt, was das heißt, gegnerisches Feuer auf dich gerichtet, ja, dann ist es halt so, dass du irgendwann quer weghaust mit der weißen Fahne. So musst du nicht schießen. Ja, das ist, aber es ist auch das gute Recht, dass man das macht. Man merkt, das wird jetzt mir einfach zu viel, weil da geht es um meine Existenz, da geht es um meine Familie. Das ist alles. Ja, aber bringt es denn was, diese weiße Fahne? Hat's, also sagt die andere Seite, ach so, ja, dann bist du wieder herzlich willkommen. Nein, ich weiß es nicht. Nur ich glaube, in dieser kurzlebigen Zeit, sozusagen, wo so ein Medienevent kurz aufploppt, es ist ja eh praktisch wieder vergessen auch. Mhm. Ja, also ich glaube nicht, dass es so Folgen hat. Ja. Und ein paar haben sie halt wirklich offenbar, warum auch immer, damit übernommen. Ja. Aber eine kleine Gruppe ist übergeblieben, das gibt es auch noch anzusehen und so. Und ich finde, dass es wichtig war, dass es passiert ist. Vor allem das Wichtige war eigentlich nicht das, was wir gemacht haben, sondern das, was die Gegnerreaktion war. Weil das hat alle die Befürchtungen bestätigt. Weil ja auch Videos dabei waren, wo das karikiert wurde, so, ich lasse mich doch nicht ins rechte Eck stellen. Ich möchte nicht, dass der Applaus von der falschen Seite kommt. Ja, es ist genau das. Es ist genau das. Es war wie eine Prophezeiung, welche ist passiert. Ja. Und das ist schon ein Zeichen, in was für einer Situation wir jetzt sind. Wir sind jetzt wirklich wieder bei diesem Golfball mit den Schützengräben, wo sie drinnen hocken und sobald sie draußen am Feld irgendwas bewegt, geht es und wieder untertauchen. Ja. Es geht ja keiner raus aufs Feld. Das Feld wäre der Debattenraum. Das wäre das Feld jetzt. Ja. Ja, das wäre, dass man rausgeht und sagt, okay. Und mal inhaltlich diskutieren. Inhaltlich, ja. Und dann sagen, ich mag dich eigentlich nicht weit. Das ist ja ganz egal. Ja. Man kann sich auch beflegeln. Ja. Nur man müsste es miteinander tun und nicht übereinander. Mhm. Und das passiert in dem Diskurs. Jetzt kann man sagen, okay, das passiert aus einem einzigen Grund, weil die andere Seite keine Argumente hat. Du müssen sie es so machen. Das glaube ich aber nicht. Also, nein? Nein, ich glaube nicht. Wenn die wollten, könnten die ihr schnell Argumente rauszaubern. Das können die. Die sind ja nicht alleine. Wir sind ja Partisanen. Wir sind ja vollkommen alleine. Aber das ist sozusagen jetzt eine Armee. Also die Botschaft an uns aussenden,
das ist ja nicht eine Person, die jetzt da hingeht und etwas sagt. Da sitzen, was ich, wie viele Spezialisten, Strategen, Politberater, Werbeleute, die genau wissen, wie man was zu formulieren hat, ja, dass es emotional in dem, der es hört, auch richtig eindringt und auch das Richtige auslöst, nämlich die Handlung, die erwünscht ist. Ja. Also die können das. Das ist nicht so, dass das irgendwie die Trottel da, die machen eigentlich alles richtig. Das ist ja das Ärgerliche. Die machen in ihrem Sinn alles richtig. Aber schon mit der Verweigerung des Gesprächs machen sie alles richtig. Das, genau. Ja. Sie machen es schon damit vollkommen richtig. Ja, das auf jeden Fall. Sie machen das richtig. Aber ja, nur weil sie, selbst wenn sie Argumente hätten, dann, wenn sie sich irgendwelche rauskramen, ich glaube, sie könnten sie nicht sich vertreten, also nicht wirklich vertreten. Also können sie wirklich dahinter stehen? Können Sie die verteidigen? Können Sie gegen Argumente argumentieren? Das sollte man eben ausprobieren. Ja, würde ich auch. Das wäre so wichtig, das sollte man, genau das sollte man also ausprobieren. Ich habe das Gefühl, diese Partisanenseite ist seit über einem Jahr damit beschäftigt, Videos sich anzugucken, Podcasts zu hören, Artikel zu lesen, abseitige Artikel, Bücher noch und nöcher zu lesen, sogar in der Philosophiegeschichte weit in die Vergangenheit zu lesen und so, womit hat das zu tun? Und von denen höre ich immer nur, es gibt diesen NDR-Podcast von Drosten und ansonsten, was die Tagesschau sagt. Ich sehe da keinerlei intellektuelle Auseinandersetzung, sodass ich überzeugt bin, dass selbst wenn die dann vielleicht aber die Bilder von Bergamo-Argument hätten, dass sie es nicht weiter vertreten könnten. Und dass sie das auch spüren und deswegen einfach. Möglicherweise ist es so. Also man müsste sie eigentlich aufs eigene Spielfeld holen. Oder sie würden unser Spielfeld ja nicht betreten. Weil ich glaube, die Einladung hat es sicher schon gegeben, dass so wie der Jens Lehrig mit seinem Pferd sagt, hey Freunde, kommt doch bitte. Ja? Die nehmen es nicht an. Ja? Wahrscheinlich müsste man ihr Spielfeld betreten können. Weißt du, was ich meine? Und dass sie dort nicht auskönnen. Dass wir sagen, okay, wir spielen euer Spiel. Und wir, aber schauen wir mal, Zukunftsmusik. Dazu müsste sich der Druck ein bisschen erhöhen. Genau, und da müsste aber der Druck der Öffentlichkeit kommen. Das heißt, dass die Öffentlichkeit sagt, wir wollen das jetzt, wir wollen diesen Diskurs. Ja, es könnte nur so sein, dass mittlerweile die Öffentlichkeit, wie auch immer das ist, Herr und Frau Öffentlichkeit, dass die schon so übersättigt sind mit diesem Thema, dass es eigentlich in Wirklichkeit, lasst mich bloß mit dem Scheiß in Ruhe. Ich mag es nicht mehr. Wie wir ja wissen, ist es so beim Impfen, weil das jetzt eigentlich das Thema ist nach dem Lockdown, ist eigentlich das Impfen das wirkliche Thema. Ich glaube, die meisten lassen sich nicht impfen, um sich vor einer Gefahr zu schützen oder jemanden anderen vor sich selbst zu schützen, sondern einfach, um zu sagen, ich möchte auf Urlaub fahren. Ich möchte endlich meine, wo ist das, gibt's mir das, danke, dann wiederschauen. Genau. Ja. Aber wenn wir eine Öffentlichkeit haben, die bei einem so drängenden und virulenten Thema, wie jetzt zum Beispiel dem Impfen, sagt, es könnte eine Debatte geben mit Impfbefürwortern, Impfgegnern, aber lass mich damit in Ruhe, ich will es gar nicht wissen, Spritze, so, dann sind wir doch alle verloren, oder? Wenn das unsere Öffentlichkeit ist, die nicht da den Druck aufhaut, Moment, bevor ich diese Kampagne über mich ergehen lasse und einfach abnicke, möchte ich schon gerne noch zwei, drei Köpfe gegeneinander diskutieren sehen. Das ist jetzt eben die Frage, weil du sagst, dann sind wir doch verloren. Wer ist wir? Wer ist wir? Gunnar, wir? Sind es die anderen? Wer ist dann verloren? Für die ist es ja vielleicht gut. Das wissen wir nicht. Ja? Und die wir jetzt glauben, dann sind wir verloren, dann müssen wir eben gefälligst unser Ding machen irgendwann einmal. Ja. Wir müssen nur darum kämpfen, dass wir den Freiraum bekommen, dass wir unser Ding machen können. Das geht aber nur dann, wenn wir eigentlich letztendlich so wenige sind, dass wir nicht systemrelevant sind. Das heißt, ich würde gar nicht viel zu viel Werbung dafür machen. Also machen Sie das nicht. Lassen Sie sich lieber impfen. Ich schwöre dir. Ja. Ich bin ein Egoist, was das betrifft. Ich wohne jetzt mit meiner Frau am Rande des Wienerwalds in einem Forsthaus, in einem Blockhaus. Ja. Und ich gehe wirklich aus der Tür raus und ich bin im Wald. Und da kann ich stundenlang gehen, ich bin im Wald. Und das Schöne, mit Maske hoffentlich. Ja, selbstverständlich, ja, nur maskiert. Ja. und das Schöne an diesem Wienerwald, abgesehen davon, dass es wirklich ein herrlicher Buchenwald mit Rotbuchen und wunderschöner Wald ist, ist, dass die Wiener nicht in den Wienerwald gehen. Die gehen ins Shoppingcenter. Das ist großartig. Und meine größte Befürchtung war, wie diesem scheiß Corona,
dass die auf die Idee kommen, sie gehen jetzt auch in den Wienerwald, weil sie dort keine Maske tragen müssen. Ja. Und bitte nicht. Und das war wirklich das erste Wochenende Lockdown. Ja, auf einmal sind sie gekommen. Mhm. Familien mit Kindern. Und man dachte, nein, nicht in meinem Wienerwald. Ja. Aber eine Woche später sind sie gekommen. Weil sie haben gesagt, ah, das ist doch anstrengend. Ja. Eigentlich, und den Kindern hat es auch keinen Spaß gemacht. Netflix ist es doch. Tut's Netflix schon. Ja. Gott sei Dank. Also, da bin ich so ein Zerrissener, dass ich sage, es ist eigentlich für so jemanden wie mich, der so funktioniert wie ich und vielleicht auch jemand, der so ist wie du, ist es ja gut, dass es kalkulierbar ist, wo sie anzutreffen sind. Mhm. Das ist jetzt sehr gemein, was ich vielleicht sage, aber das sehe ich so. Mhm. Auch als Motorradfahrer, leidenschaftlicher Motorradfahrer, Rennen gefahren, Motocross gefahren, jetzt nur mehr Gegend anschauen mit dem Motorrad, weil meine Frau fährt auch Motorrad und da gab es früher diese wunderbaren extra Karten für Motorradfahrer zu kaufen. Oh ja. Italien und so mit dem Motorrad. Und die waren so, dass genau auf diesen Karten die besonders schönen Routen, die für den Motorradfahrer besonders attraktiven Routen, extra mit einem grünen Strich markiert waren. Und die haben alle diese, wir waren einige Mal in der Toskana Motorrad von meiner Frau, und die immer so im Mai. Ja. Und das Erste, was ich immer gemacht habe, war zu sagen, schau, das sind die grünen Linien. Dort fahren wir nicht. Weil dort sind Motorradfahrer. Ich möchte nicht dort fahren, wo Motorradfahrer sind. Ja? Also genau dort nicht zu fahren. Mhm. Ja? Mhm. Das ist natürlich jetzt, also dann, wem hilft es? Mir hilft es. Mhm. Aus. Also ich fühle mich jetzt nicht der Gesellschaft solidarisch, dass ich allen helfen muss. Das habe ich schon irgendwie aufgegeben. Nach meinem weil du gesagt hast, politischer Aktivist, nach meinem Wahlprojekt, was ich da gemacht habe, dieses Kunstprojekt bei der Nationalratswahl 2017, habe ich gewusst, lass es. Lass es. Sie wollen das so. Es ist auch ihr gutes Recht, sie wollen das so. Es war ein Demokratieprojekt, was jetzt wieder ein bisschen, unsere Demokratie in Gefahr. Damals hat kein Mensch irgendwie Angst gehabt um eine Demokratie. Mhm. Das war so ein Projekt, wo wir gesagt haben, wir müssen das komplett umstellen, dass eigentlich wirklich die Demokratie von den Menschen ausgeht. Und bei den Werkzeugen, die es heutzutage gibt, sprich sich zu vernetzen über das Internet, dass man wirklich eine offene Demokratie gestaltet, jetzt nicht in Form von Volksabstimmungen, dass irgendjemand die Themen vorgibt, über die wir abstimmen dürfen, sondern dass wir die Möglichkeit haben, über Bürgerparlamente die Themen, über die wir abstimmen wollen, schon einmal zu diskutieren und einzubringen und überhaupt zu schauen, ist das überhaupt ein Thema für uns? Und wenn es keines ist, lassen wir es gleich wieder fallen, machen wir das nächste Thema. Ja. Eigentlich ein relativ gutes Konzept, ja. Hat nur genau niemanden interessiert. Es hat wirklich niemanden, auch ich war dann auch zu Gast bei diesen Polit-Talks dann im Fernsehen, im ORF und so. Und das war vollkommen sinnlos, weil die mich gefragt haben, haben gar nicht verstanden, wovon ich da rede. Ja. Wir wollten ein Projekt machen, eben weg von der Parteiendemokratie und die Themen bringt die Bevölkerung ein. Wir sind dann die Plattform dafür und dann sitze ich bei so einer Diskussion zuerst einmal mit anderen Politikern und dann kommt die erste Frage, wie stehen Sie zu irgendeinem Thema? Sag ich, das ist uninteressant, wie ich dazu stehe, weil das müssen die Leute entscheiden. Ja, aber Sie müssen doch ein Programm haben, Sie müssen doch eine Haltung haben. Sag ich, nein, das habe ich nicht. Ja? Sie sind jetzt so, wie wenn Sie mich fragen, ob ich dafür bin, dass in der Stadt Elektroautos oder Benzinautos fahren. Und ich sage Ihnen schon dreimal, ich bin Fußgänger. Mich interessiert das nicht. Ich gehe zu Fuß, ich brauche das nicht. Ja, es war vollkommen, also man ist eigentlich nicht durchgekommen. Möglicherweise würde es jetzt, nach dem, was passiert ist, vielleicht ein bisschen besser funktionieren. Das werden wieder andere Leute auch probieren. Ja. Aber ja, also ich bin da ein gebranntes Kind und umso kleiner und überschaubarer die Gemeinschaft ist, umso sinnvoller ist es, glaube ich. Ja, du sagst, sie wollen das so. Also das, was wir jetzt haben, das ist das Ergebnis auch des Willens der Menschen, der Öffentlichkeit. Und das ist so ein bisschen fatalistisch vielleicht, um zu sagen, ihr habt es doch gezeigt, was ihr wollt. Wir haben euch Angebote gemacht. Oder sollte man da vielleicht sagen, okay, bisher wollten sie das so, aber wenn wir jetzt noch mehr kämpfen oder wenn es noch schlimmer wird, dann wachen vielleicht doch noch mehr auf und dann haben wir irgendwann die kritische Masse, die dann alle auf den grünen Routen mit uns Motorrad fahren. Ja. Was wir dann auch wieder nicht wollen. Da bin ich ganz bei dir. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht zu ungeduldig sind. Dass wir nicht erwarten, wenn wir jetzt Handlungen setzen,
Dinge tun, dass das sofort eine Wirkung hat. Wir müssen diese Ruhe und Gelassenheit mitbringen, wie die Menschen, die damals den Kölner Dom gebaut haben. Die begonnen haben, den Kölner Dom zu bauen. Und die hat aber begonnen zu bauen, ohne zu wissen, dass das... Er hat gewusst, dass, der wird das nie erleben. Ja, ja. Er hat nicht gewusst, ob das wirklich ein Dom wird. Er hat aber trotzdem angefangen. Und so leisten wir alle ein bisschen einen Beitrag. Und die, die schon eh so... Naja, ich weiß jetzt auch nicht, vielleicht haben die doch recht, die kann man ja abholen. Die anderen kann man noch nicht abholen, die muss man auch lassen. Mhm. Das meine ich damit. Ich meine, dass man jetzt sagt, okay, wir tun gar nichts, man tut. Mhm. Ja, aber man darf nicht verärgert sein, wenn eine Handlung, die man setzt, nicht sofort eine Wirkung hat. Mhm. Und dann, wieso sind die so blöd? Ich weiß nicht. Ja, alles trotteln. Ja, dann sollen sie machen, was wollen. Das hast du vielleicht ein bisschen, habe ich auch so gesagt wahrscheinlich, hast du sogar nicht missverstanden, aber das meine ich nicht damit, sondern dass man... Ich behaupte für mich, ich habe in den letzten 20 Jahren meine Beiträge geleistet. Mhm. Ich habe zu vielen öffentlichen Themen Position bezogen, habe unbeliebt gemacht damit, habe sogar ein Politprojekt gemacht, wo ich bei der Nationalratswahl angetreten bin als Liste. Habe auch ein wahnsinnig gutes Gefühl in der Wahlzelle gehabt, das war unglaublich. Mhm. Ja, das Projekt hat geheißen, meine Stimme gilt. Es war ein Projekt für die Ungültigwähler. Mhm. Und ich bin das erste Mal in diese Wahlzelle hineingegangen, ja, und konnte etwas ankreuzen, weil ich sage, ja, meine Stimme gilt. Zack, bumm, ganz egal, ob ich da mitmache, nicht, trotzdem gilt meine Stimme. Also es war für mich persönlich positiv. Ja. Und ich habe da schon einige Beiträge geleistet und jetzt denke ich mir, jetzt muss ich ein bisschen auf mich schauen. Mhm. Auch. Es hat auch keinen Sinn, wenn man sich dann in sowas aufarbeitet. Und weil du bist jetzt auch nur unterwegs. Du bist nur unterwegs und du bist noch jung. Ja, aber irgendwann wirst du merken, boah, ja, und dann muss man es einfach, müssen die Nächsten übernehmen. Und ich hoffe, wie schätzt du das? Ey? Das frage ich dir jetzt. Wie schätzt du die Jungen ein? Da bin ich mir total unsicher. Eine verlorene Generation. Echt? Ja, einmal, weil sie alle so brav und fügsam sind und zum anderen, weil sie traumatisiert werden jetzt auch über die Maßnahmen und Dinge genommen bekommen, also dass ihnen Dinge genommen werden, die sie offenbar aber auch nicht zu vermissen scheinen und wo sie gar nicht vielleicht wissen, was ihnen da genommen wird. Mhm. Und also es gibt natürlich einige und es gibt auch da Menschen, die aufbegehren und für die bin ich auch sehr dankbar, aber es ist so, wo man immer sagt, die Jugend ist doch das, was das Neue will oder was sich wehrt gegen diese autoritären Strukturen, das sehe ich leider überhaupt nicht. Okay. Ja. Ich bin da ein bisschen gespalten, ich habe ja auch schon an Schulen gewirkt, indem ich dort Vorträge gehalten habe oder ein bisschen Entertainment gemacht habe und so, dann habe ich mich so eben Kids, ja, 12, 13, 14 Jahre alt, so ein bisschen gesprochen. Und ich war, das war noch vor ein paar Jahren, fasziniert, über was sich die Gedanken machen. Weil dann habe ich gesagt, wie war denn ich damals drauf? Ich habe mir über nichts Gedanken gemacht, außer wie wird mein Moped schneller. Das war das Einzige. Ja. Und was ist besser, ACDC oder die Purple? Das war so, aber ich habe mir über nichts Gedanken gemacht. Und die machen sich schon ein bisschen mehr Gedanken. Warum sie das tun, weiß ich nicht. Wahrscheinlich auch, weil das im Schulsystem auch mittlerweile verankert ist. Du bist ja ehemaliger Lehrer. Genau. Ja, naja, so schnell kann es gehen. Aber du weißt, wie ein Schulsystem funktioniert. Ja. Ja? Und das ist eigentlich die Urkatastrophe. Ja. Urkatastrophe ist ein schöner Vergleich. Nein, das ist die Urkatastrophe. Ja. Weil wenn die Menschen lernen, was sie denken sollen, macht es keinen Sinn. Die müssen lernen, wie sie denken. Mhm. Aber das ist überhaupt so dieses, wenn man nur eine Überschrift für alles finden möchte, dass wir momentan uns tausende Gedanken machen über das Was, aber nie über das Wie. Mhm. Du hast tausend Bücher Diätberatung, wo steht, was du essen sollst. Mehr Kohlenhydrate, mehr Eiweiß, die Vitamine, das und das, die Ananas, das und das. Es gibt aber kein Buch, wo nur steht, wie ich essen soll. Mhm. Sprich, langsam kauen, nicht im Gehen, das auch wirklich schmecken, was ich esse. Also das gesündeste Essen ist, wenn ich mich mit meiner Portion, ganz egal, was es ist, scheißegal, ob es jetzt ein Hildegard von Bingern Früchtemüsli ist oder ein Stück Pizza, dass ich mich mit dem zurückziehe ja, und jeden Bissen schon beginne im Mund zu verdauen. Das ist das Beste, was ich dem Organismus antun kann. Nur über das Wie wird nicht gesprochen. Genauso in dieser ganzen Debatte um Elektroauto und so. Es wird wieder über das Was. Mit was ist das Auto angetrieben? Das macht den Unterschied. Nein, warum fahren wir alle mit Autos? Das ist eigentlich die Frage, die wir uns als Gesellschaft stellen müssen. Warum bauen wir Städte für Autos, egal ob Elektro oder irgendwas anderes, und nicht für Menschen? Was ist denn da nur los mit uns? Das sind eigentlich,
Und irgendwann kann ich dann nicht mehr mit und will auch nicht mehr mit, weil es kommt eigentlich nicht an. Und die Frage ist aber, ob bei den Jungen, die jetzt natürlich ein bisschen gezeichnet sind, möglicherweise durch Corona, wobei wir wissen damals gar nicht, vielleicht stecken die das locker weg und wir glauben das nur. Wo soll denn aus denen werden? Nein. Glaubst du es nicht? Nein. Du bist Lehrer, okay, du bist näher dran. Ja, vor allem ist das tolle Urteil von Richard David Precht gewesen. Ich war ja selber mal Kind. Ich glaube, Kinder stecken eine Pandemie gut weg. Soweit ich da Kinderpsychologen verstehe, ist, selbst wenn man es nicht sieht, dass sie Traumata davontragen, okay, das heißt nicht, dass sie es gut wegstecken. Und selbst wenn sie es nicht negativ wegstecken, was könnten sie alles, was hätten wir alles in dieser Zeit für sie tun können? Mhm. Ja. Also ich, aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, ich selbst bin in einer Angstfamilie aufgewachsen. Ich bin Einzelkind, muss man dazu sagen. Du auch? Mhm. Ja. Ja. Ich bin in einer Angstfamilie aufgewachsen. Mutter, Jahrgang 35, Vater 31. Das heißt, Kindheit und Jugend im Krieg. Okay? Können wir uns alle nicht vorstellen, was das heißt. Also vorstellen kann ich mir, es hat aber nichts mit der Realität zu tun. Ja? Das heißt, meine Eltern sind sehr ängstliche Menschen und haben das alles auf mich projiziert. Diese Urangst in ihnen war, also ich wurde sowas von behütet, dass ich jegliche Daseinsmächtigkeit schon damals verloren habe. Ich habe ein Fahrrad bekommen mit Stützrädern. Normalerweise macht man das ganz, ganz kurz und irgendwann weiß man, ach so, geht eh. Ich bin, glaube ich, 3 Jahre mit Stützrädern gefahren, damit mir nichts passiert. Also ich wurde so, so behütet und irgendwie auch durch all diese Umstände hat es mich da komplett ausgerissen aus dem und ich habe mich irgendwie umprogrammieren können. Gott sei Dank, weil ich wem kennengelernt habe, ist auch gar nicht wichtig. Ja. Aber bei meinen Eltern ist das so geblieben. Ja. Mein Vater hat sogar vor einigen Jahren Selbstmord begangen, aus Angst vor dem Zahnarzt. So absurd es klingen mag, er hat die Wahl gehabt, er war schon 75, er hat letztlich ein schönes Leben gehabt, ohne jemals im Spital gewesen zu sein. Also das blieb ihm erspart. Aber er wusste, jetzt wird es scheiße, weil Kiefer aufstemmen etc. etc. Immer schon furchtbare Angst gehabt vor Zahnarzt. Und da hat er sich freiwillig entschieden, lieber aus dem Leben zu gehen, als das über sich ergehen zu lassen. Ja. Und meine Mutter lebt auch in Angst seit ihrer Kindheit wahrscheinlich, hat auch Depressionen etc. etc. Also ich kenne dieses Menschen, die Angst haben. Ja. Also für meine Mutter war natürlich, wie sie das erste in der Zeitung gelesen hat, ich bin die Erste. Also, nein, Mutter, es waren schon welche vor dir, entspann dich. Ja, ja, aber das Viecherl, dieses böse Viecherl. Und ich sage, ja, aber es sind 400 Tote. Ja, sage ich, Mutter, es sterben in Österreich täglich 250 Menschen. So ein Blödsinn! Wo ist denn das her? Also da verschwindet jegliche, weil das diese hypothetische Angst vor etwas, das macht etwas für uns. Vor allem, wenn du schon vielleicht in deiner Kindheit was erlebt hast, was es mit dir gemacht hat. Also insofern stimme ich dir zu, dass wir nicht wissen, wenn es auch kein Krieg ist, aber was jetzt passiert. Die Frage ist, wie lange das noch dauert. Vielleicht ist es etwas, es ist zack und es ist weg. Ich glaube, dass es erst losgeht alles. Dass die wirklichen Folgen, dass es äußerst tragend werden. Hoffentlich habe ich nicht recht, aber ich schätze die Situation so ein. Ja, Roland, wir wünschen uns alle, dass wir nicht recht haben. Ne? Das wäre ja irgendwie besser sogar. Ne? Wenn wir auf der falschen Seite wären und es wäre alles genauso, wie es aussieht und es würde auch alles gar nicht so schlimm kommen. Und so. Also, ja, aber jetzt geh, also jetzt bist du schon ziemlich abgerannt, finde ich. Die hat das Jahr schon ein bisschen frustriert jetzt, oder? Irgendwie habe ich den Eindruck, dass du jetzt schon ein bisschen so ein... Hast schon aufgeben ein bisschen? Auch die Blickrichtung verändert. Okay. Also aufgegeben, was die Gesellschaft angeht. Ja. Aber vielleicht auch aus diesem Gedanken heraus, okay, wenn ihr das mit euch machen lasst, dann war das nie gut. Ne? So, also nicht, dass ich jetzt immer total positiv von der Welt gedacht hätte. Nein, du wolltest immer sehr kritisiert. So, bei der Schule war es eigentlich für mich das Deutlichste. Wenn ein Schulsystem solche menschenverachtende Mechanismen produzieren kann und die Menschen so einfach da mitmachen, dann war das nie ein richtiges Schulsystem. Dann war das nie wirkliche Bildung und dann war das nicht das, wofür es eigentlich zu stehen vorgegeben hat. Und dann sage ich, okay, das ist eine schöne Desillusion. Aber du bist enttäuscht. Ja, genau. Und das ist gut, weil die Täuschung ist vorbei. Ja, genau.
Es ist gut. Ja. Also ich sehe jetzt manche Dinge klarer. Ja, und du, glaube ich, auch. Also das, was so ein bisschen so ein Vorwurf, ein Vorurteil war, manchen Dingen gegenüber, ja, ja, hat es jetzt eigentlich ja mehr als bestätigt. Genau. Und aber jetzt sind wenigstens klare Verhältnisse, oder? Ja, eben. Klare Verhältnisse und man weiß, wo man hingucken kann. Und genau, was man selber tun kann. Ne? Also diese ja Daseinsmächtigkeit ist ja auch eine Selbstermächtigung. Und zu sagen, okay, dann kann ich was Besseres aufbauen. Und ja, ja, dann können die in 200 Jahren sagen, oh Gott, das ist ja alles gescheitert, was Düringer und Kaiser damals wollten. So. Aber das waren noch tolle Ideale. So wie wir auf Humboldt ja, ja, und ja, mein Gott, Goethe damals zurück noch. Ja, ja. Ja. Ich glaube, wird, so wird es nicht sein. Aber, ja, aber wir können uns nur wünschen, dass wir eben unabhängig voneinander einfach dann wirklich etwas finden, wo wir das weitergeben können, ja, in irgendeiner Art und Weise. Wir müssen ja nicht einmal Jüngere sein. Ja, genau. Es genau ist egal, einfach, ja, dass man es, ja, ja, Geduld. Ja. Letztendlich wird sowieso alles gut. Mhm. Jetzt wird es halt ein bisschen geschissen, cool. Aber, nein, aber es wird, über lange Sicht kann es immer nur besser werden. Mhm. Ja. Ich habe jetzt... Das reden wir schon sehr lang, oder? Ja, ich wollte jetzt mit dem Dur-Akkord aufhören. Okay. Ich okay weiß, in Wien ist das manchmal dann ja direkt von einem Moll-Akkord ja begleitet, ja, ja, aber okay. Nein, Geduld und einen positiven genau Ausblick. Genau, das heißt, dass wir, vielleicht ist es so, dass wir, um den Menschen als Spezies und als Individuum zu retten, den Menschen als Zivilisation zerstören müssen. Aber jetzt im positiven Sinne. Jetzt weiß ich nicht, ob das Dur oder Moll ist. Nein, das ist eigentlich, auch wenn das jetzt so mit dem Wort zerstören, aber es ist einfach, manchmal ist ein Waldbrand auch was Heilendes, weil einfach was Neues entstehen kann. Ja. Und das ist nicht unbedingt schlecht. Jetzt muss nur jeder jetzt für sich schauen, wie er am besten durch das, was möglicherweise kommt, durchkommt. Frage, wie bin ich mental darauf vorbereitet, dass jetzt gewisse Dinge vielleicht wegfallen werden, anders sein werden, mhm, ist aber trotzdem gut. Ist vielleicht, also ich glaube, dass jetzt auch für viele Leute eine durchaus positive Zeit kommen kann. Mhm. Das war jetzt sowas super positiv, oder? Auf jeden Fall. Und dann nehmen wir das mit dem, ein Waldbrand kann auch etwas Heilendes sein, absolut, als Titel des Interviews. Ja. Und das hat sich sehr ja schön bewegt ja zwischen ja Schweineschlachten, Kölner Dom, Jugend ohne ja Gott und Geschichten ja aus dem Wienerwald, haben wir gehört. Ja, und eine Schussverletzung kann man auch überleben. Ja, und ein Zeckenbiss offensichtlich ja sogar gestärkt daraus ja hervorgehen. Antifragil. Ja. Roland, vielen Dank das für das schöne Gespräch. Das war eine große Freude heute. Mir auch. Danke. Das war's für heute bei Kaiser TV. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.